ganzen Auto kein Wort nach mehr. Nee, für den Spaß gemacht, das ist ein Großtag mehr. Ein Großtag mehr. Also ich muss an dieser Stelle mal anmerken, dass Florian vorher die Intros mit mir nicht durchgeht. Und nur um das abzuschleifen, what the fuck? Das hast du doch schon wieder zusammengebastelt. Bastelstunde mit Florian. Das ist genauso cringe wie die Situation an sich gewesen. Nee, die Situation an sich war nicht, finde ich. Aber das können wir gleich besprechen. Schönen guten Abend, guten Mittag, guten Morgen oder auch... Gute Nacht. Eine neue Folge, Sicherheitsphilosophen. Das, siehst du das? Nämlich unser Standard war jetzt gar nicht mit drin. Mit Florian und Raphael. So. Möchtest du es nochmal hören? Nein. Jetzt habe ich dich voll aus dem Konzept gebracht. Nee, hast du überhaupt nicht, aber... Macht es als 5-Stunden-Video bei YouTube rein, so wie hier die Cantina-Band oder Happy, und dann können die Leute sich das von mir aus 5 Stunden reinziehen. Sehr gut. Diese Folge wird nominiert für das schlechteste Intro überhaupt. Wir nehmen aber auch einen entsprechenden Titel geben. Schlechtestes Intro überhaupt. Ja, vielleicht hören da mehr Leute zu. Obwohl, dann hören sich nur das Intro an. Vielleicht kommen sie nicht so weit. Also, fangen wir an, bringen wir ein bisschen Drive in die Sachen. Drive in die Sachen, Junge. So, hallo und herzlich willkommen zu den Sicherheitsphilosophen. Mein Name ist Florian, mit mir Raphael. Dieser Podcast wird euch präsentiert vom neuen Buch Security Management für Hotelbetriebe. Ganzheitliches Sicherheitsmanagement für Hotelbetriebe und Hotelgäste. Das Must-Have vom Fachbuchautor Florian Horn für alle Verantwortlichen in der Hotellerie, die mehr Sicherheit für ihre Gäste, Mitarbeiter und ihr Haus haben wollen. Von Vergabe der Sicherheitsdienstleistungen bis Sicherheitskonzept. Alle Themen kompakt auf 154 Seiten in einem Buch zusammengefasst. Jetzt auf Amazon zu bestellen oder im lokalen Buchhandel. Und jetzt ganz viel Spaß mit den Sicherheitsphilosophen. So. Hallo. Ich sag's dir. So. Ich würde ja gerne wieder von vorne wieder anfangen. Viel passiert. Es ist unglaublich viel passiert. Lass uns starten. Nein, also es ist echt, ich sag dir, wir haben es jetzt, also vielleicht mal zur Einordnung. Wir haben es jetzt gerade Donnerstagabend, 18.59 Uhr. Sag mal noch ein Datum, weil sonst hilft es keinem. Donnerstagabend, 26.11.2020, nach Atomuhr, 18.59 Uhr und 23 Sekunden. Ich habe 4 Stunden Weihnachtsfeier hinter mir. Digitale Weihnachtsfeier, muss man dazu in Corona-Zeiten sagen. Also Punkt 1, größte Fauxpas und also das wohl Schlimmste ist ja wohl, dass man vor dem ersten Advent eine Weihnachtsfeier hat. Aber nach Totensonntag. Das Zweite daran, ihr Wumpe, dann das Zweite, dass man im November eine Weihnachtsfeier hat. Das gehört einfach mal in Dezember. Weißt du was, ich habe meinen zweiten Becher Glühwein hier. Ich habe meinen zweiten Becher Glühwein hier. Ich bin in absoluter Weihnachtsstimmung. Ich lehne mich ganz entspannt zurück. Ach, Bullshit. Und lass dich heute einfach mal moderieren. Jetzt, wenn du in Weihnachtsstimmung bist, das weiß ich wem erzählen, aber nicht mir. Wollte ich nicht mal sehen, um zu wissen, dass du nicht in Weihnachtsstimmung bist. Wieso nicht? Ja, den Weihnachtsschlucker, den ich anhabe, den du mir letztes Jahr geschenkt hast. Sachen, die will ich gar nicht wissen. Ja, ich weiß, du kannst dich nicht mehr dran erinnern. Erzähl es doch deiner Freundin. Ach nee, Moment. Die ist geflüchtet, wa? Die ist geflüchtet. Die ist so geflüchtet wie... Naja, es gibt so einen oder anderen Kommentarschreiber, der würde jetzt sagen, zu Recht. Egal. Geben wir denen keinen Raum. Wir haben heute genug Raum für ganz andere, ganz furchtbar gekloppte Menschen. Aber jetzt mal ernst bei der Sache. Weihnachten bei dir gar nicht gerade? So stimmungsmäßig? Nee, überhaupt nicht. Aber nicht das erste Jahr in Folge. Okay. Also bei mir ist Weihnachten seit, weiß ich nicht, aber lass mich lügen, 2, 3, 4, 5 Jahren schon, oder auch länger wahrscheinlich so, schon kein Weihnachten mehr. Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, musst du mal drauf achten, je näher es auf den 24. geht oder auf den 25., desto aggressiver werden die Menschen auf der Straße.
weil jeder total hektisch und total unmotiviert und gestresst unterwegs ist, weil die meisten der Meinung sind, sie müssen für irgendwen irgendwelche Geschenke kaufen und das sich dann... Das liegt doch nur an der Merkel. Entschuldigung. Nee, das nicht, aber... Ein Querdenken-Tourette ist durchgekommen. Verstehe da einfach diesen Ansatz nicht. Ja, klar, ist eine schöne Tradition, aber wenn ich einfach keine Ahnung habe, was ich einem schenken will, dann schenke ich ihm halt nichts. So, warum soll ich ihm irgendwelchen Ramsch schenken, für ich auch noch Geld ausgebe, wenn er es dann im schlimmsten Fall 3 Tage später oder weiß ich nicht, nach einem halben Jahr in den Müll schmeißt, weil er sagt, den Scheiß brauche ich eh nicht. So, dann schenke ich lieber gar nicht, schenke dann lieber was, wenn mir eine richtig gute Idee gekommen ist. Nicht so ein Ding von, ja, also ein paar Socken wolltest du bestimmt schon immer haben. Aber das braucht man ja wenigstens. Mehr als Krawatten oder weiß ich nicht, sonst irgendwas. Ja, wer trägt denn heutzutage noch Krawatte? Wann hast du das letzte Mal Krawatte getragen? Zu meinem letzten Bewerbungsgespräch tatsächlich. Okay. Juni, Juli? Ich weiß es gar nicht. Ja, irgendwo, okay. Also dieses Jahr auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich... Privat, also... Wenn du das abtun wollen würdest als quasi berufstätige Krawattennutzung, dann war es, ich glaube, Ende letzten Jahres zu einer Hochzeit. Ja, nee, gut, das sind ja so standardtraditionelle Ereignisse. Ja, das ist richtig. Ich überlege gerade, ja, es gab tatsächlich zu Anfang meiner Karriere, da bin ich tatsächlich noch zu Zeiten, wo ich Supervisor mit meinem dicken Büroarbeitsarsch irgendwo nur saß und Sitzeplatz gesessen habe, bin ich tatsächlich jeden Tag mit Krawatte zur Arbeit gegangen. Ich habe auch echt Krawattenfetisch entwickelt. Ich habe bestimmt in meinem Schrank, lass mich lügen, aber 50 unterschiedliche Krawatten in jeglicher Farbe zu hängen. Also das ist echt schon... Du hast dir auch mal eine ausgeliehen, ich erinnere mich gerade an unsere super... Kannst du dich an unsere Story erinnern? Was wir damals mit unserem Hausmeister gemacht haben? Wo wir in Erfurt waren und kurzfristig, weil die Technikfirma da richtig Scheiße gebaut hat, Klammer auf, für alle, die uns da draußen zuhören, ihr sollt ja ab und zu mal was lernen, aber Brandschutztüren anzubohren ist eine echt beschissene Idee. Das kostet richtig viel Geld. Also, wenn ihr mal so in die Lage kommt und meint... Da waren wir zu Begehung, da haben wir noch mit dem gesprochen und der hat es danach trotzdem gemacht. Der hat es danach trotzdem gemacht, richtig. Ich wollte es nur mal so im allgemeinen Kontext sagen. Aber das war nicht der Hausmeister, das war hier die... Nein, warte mal, lass mich mal zu Ende erzählen. Dann, wir haben uns doch, weil wir doch so kurzfristig das Auto gebucht haben, sind wir mit dem Jaguar runtergefahren. Der Jaguar, Klammer, auch hier wieder eine Fußnote dran, hat einen extrem großen Kofferraum, ohne Witz. Wir sind danach noch zu Ikea Leipzig gefahren und haben mir eine riesige Kommode hinten eingeladen. Die Leute haben uns echt... Und die 2 Nutten, die wir später totgeprügelt haben, haben wir auch reingekriegt. Das war doch in GTA. Nur bei dir. Ja. Was? Ja, für die älteren Zuhörer, fragt eure Enkelkinder. Und schenkt das denen zu Weihnachten, falls ihr noch einen Tipp braucht. Unabhängig davon. Genau. Und dann, weil der Termin, glaube ich, in Erfurt auch so unendlich spät gelegen war und auch so scheiße war. Also, ich erzähle das mal an dieser Stelle. Also, es war eine Büroetage. Da brauchten wir Sicherheitstechnik und 4 Kameras, glaube ich, waren das in irgendeiner Art und Weise. So. Und eigentlich ganz simpel, ganz clever, bla bla bla, Einbruchmeldeanlage, kostet ja nicht viel, ist auch nicht stark zu projektieren, die haben sich da, ach, was weiß ich, was die sich da, das war ja nicht mal Fort Knox am Ende des Tages, sondern es war einfach scheiße, richtig scheiße. So, und dann haben wir doch mit mehreren Firmen gearbeitet, weil der Typ, der vorne die Zugangstechnik gemacht hat, war doch ein anderer, als der dann später die EMA gemacht hat. Ja, und alle wussten dann nachher nicht mehr, wer und wie und was und wo, also... Okay, habe ich aber richtig in Erinnerung. Ja, yeah, genau so. Es gab keinen Generalunternehmer, sondern es lief alles über uns. Also ich meine, ein bisschen Schuh können wir uns an dieser Stelle auch vielleicht anziehen. Aber unabhängig davon. Dann hast du mich doch nach Hause gefahren und am nächsten Tag hast du mich abgeholt. Und bist doch, da habe ich noch hier in Mariendorf gewohnt und bist mit dem, wir hatten ja noch immer den Jaguar und hast mich vorgefahren und hast an dem Tag mir meine Krawatte, die du für irgendwas brauchtest, ich glaube für NRW oder sowas war das, mir ja, zu-
gebracht. Du hattest, bist hochgekommen und zurück. Und unten stand der Hausmeister, mit dem ich, ich sag mal, so ein Semi-Verhältnis hatte. Und du bist dann hoch in meine Wohnung. Ich hatte mich fertig gemacht und wir sind dann raus. Und ich habe dir doch meine Tasche in die Hand gedrückt und wir haben doch dann diese Show abgezogen von wegen, ah, Herr Horn, ja, lassen Sie mich doch mal Ihre Tasche nehmen und die sind dann zum Auto und du hast mir dann die Tür aufgehalten und nee, heute sitze ich mal vorne und bist dann losgefahren mit diesem Auto und ich vergesse niemals diesen Blick von dem Hausmeister, der dachte, dass sonst wer da drin wohnt, in diesem Haus. Mal davon abgesehen, dass übrigens, das war auch gar nicht schlecht, weshalb wir dieses Auto auch hatten, übrigens auch bei der Sicherheitsfirma Eindruck gemacht hat. Und das war ein Faktor, den ich echt daraus gelernt habe. Du kannst inhaltlich scheiße sein, wie du willst. Man kann dich nicht ernst nehmen. Du kannst groß, klein oder dick sein. Wenn du aber so tust, als ob du jemand wärst, dann bist du auf einmal, ah, oh, guten Tag. Und ja, natürlich. Und sicherlich schaffen wir das. Ach, da haben wir doch gar kein Problem. Aber das war so eine von diesen Lehren, die ich damals daraus gezogen habe und dachte mir, ah, nee, in so einer Welt willst du echt nicht leben. Schein vor sein. Ohne Witz. Ja, aber das Problem ist, das wird ja heutzutage, also das ja, kriegst so schlecht bis gar nicht raus, weil es einfach so etabliert ist. Ich hatte ja bei mir im Objekt auch einen Objektleiter von einer Sicherheitsfirma, der auch meinte, ja, ich habe das, ja, ich habe Brandschutzbeauftragt, ja, habe ich alles gemacht, ja, ja, klar, kann ich, weiß ich ja. Dann haben wir drüber geredet, nee, das machen wir so und so. Habe ich ihn angeguckt, meinte, das ist überhaupt gar nicht Diskussionsgrundlage, das so zu machen, wie Sie das vorschlagen, weil das mit den Brandschutzvorschriften überhaupt nicht zusammenpasst. Ja, nee, stimmt, Herr Held, ja, nee, stimmt, da haben Sie recht, da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Ich auch nur dachte, Junge, halt doch einfach die Schnauze. Also, mehr Schein als Sein. Du, aber das ist es doch. Häufig so. Am Ende des Tages ist es doch das. Also, Also ich glaube, das ist auf der einen Seite haben wir so ein typisch deutsches Phänomen an dieser Stelle. Hauptsache Scheine und dann bin ich wer und dann werde ich auch von den anderen akzeptiert. Wo ich mir dann sage, ja, aber du musst doch auch mal hinterfragen. Also so ein Schein, ganz ehrlich, so ein Schein ist mir doch scheißegal. Wenn jemand was drauf hat, dann hat er was drauf. So, dann musst du gucken, ob es eine rechtliche Anforderung gibt, dass er einen Schein braucht dafür. Okay, dann kümmerst du dich darum. Aber am Ende, das heißt, ich bin so weggekommen von davon, wenn ich Bewerbungsgespräche führe, dass ich gucke mir den Lebenslauf an und ich gucke mir das Anschreiben an. Und wenn ich sage, dass der Lebenslauf passt und im Anschreiben sind wenig Rechtschreibfehler, dann gucke ich irgendwann mal nochmal durch, okay, was hat denn dieser Mensch für Zertifikate? Wobei, da gucke ich eher, um so einen Eindruck zu bekommen. Also ich hatte jetzt dieses Jahr einen Bewerber gehabt, wo einfach der ich glaube, was hatte der? Der hatte einen Studienabschluss, ich glaube, der hatte auch einen Bachelorabschluss gehabt, wenn nicht sogar einen Masterabschluss. Und dann war er danach nur noch irgendwie mit operativen Abschlüssen unterwegs. Dann hat er noch seinen, weiß ich nicht, einen Personenschutzlehrgang gemacht und dann hat er irgendwie einen Werkschutzlehrgang gemacht, was weiß ich nicht alles. Wo ich ihn dann gefragt habe, naja, wo wollen Sie denn hin? Also was ist denn Ihr Ziel? Sie haben jetzt den höchsten akademischen Abschluss, den Sie in diesem Bereich erreichen können. Und nachdem Sie den haben, gehen Sie gar nicht auf die Suche nach einem Job, der Ihnen da passt, sondern Sie fangen dann an, so Sachen wie Personenschutz zu machen, Klammer auf. Also, kennst du meine Meinung dazu sehr gut, was ich von Personenschutzlehrgängen in der privaten Sicherheitswirtschaft halte. Und B, ist das für mich einfach auch das falsche Signal in Richtung eines Arbeitgebers oder sowas. Und dann möchte ich halt eher, wenn jemand sagt, okay, der hat ausreichend Erfahrung, dann prüfe ich halt sein Fachwissen in Gesprächen ab. Und wo ich auch ganz stark dazu gekommen bin, ist diese ganze Thematik, okay, dann stellst du mal Praxisfallbeispiele und dann muss er praktisch dir mal aus dem Stegreif, weiß ich nicht, ein Sicherheitskonzept für einen Objektschutz schreiben. Oder er muss dir aus dem Stegreif erzählen, wie er, wenn er jetzt die Meldung bekommt, Schießerei Frankfurt-Main Hauptbahnhof, welche Maßnahmen er an dieser Stelle ergreifen würde, um, weiß ich nicht, Geschäftsführung zu informieren, Informationsmanagement zu betreiben, Kräfte zu disponieren, etc., etc. Und wenn das jemand kann, ne, dann kann ich dem noch jegliche fachliche Qualifikation hinterher schieben, die macht er dann auf einer Arschbacke, rutscht er die ab. Ja, aber das ist halt häufig das Problem, dass man, also wenn ich eine Qualifikation von jemandem sehe, nehme ich das auch als Indiz, dass ich weiß, auf welchem Niveau er sich bewegt.
Nicht unbedingt von seiner Fachkenntnis, aber ich setze dann halt gewisse Thematiken oder einen gewissen Wissensstand setze ich einfach voraus. So, dass ich zum Beispiel eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit als Beispiel nichts mehr über Zivilrecht und eventuell ein bisschen Strafrecht erklären muss, setze ich voraus. Ich erwarte von einer Fachkraft für Schutz und Sicherheit auch, dass sie imstande ist, fehlerfrei 5 Sätze zu schreiben und einen Bericht zu verfassen, den ich danach nicht zurückgebe mit, da fehlen übrigens die Punkte, die Punkte, die Punkte. Da erwarte ich erwarte auch von einem Meister für Schutz und Sicherheit logisch, also selbstständiges Mitdenken. Und ich habe das bei mir gerade auf Arbeit wieder gemerkt. Wir hatten, anders für einen Fall. Genau, wir hatten Fall, Brandmeldeanlage ausgelöst. Feuerwehr mit 2 Löschzügen eingerückt, komplettes Haus evakuiert und hab dann, also es war klar, dass es kein, dass, es war ein Fehlalarm, es war auch quasi bekannt, weil wir schon, bevor die Feuerwehr da war, wussten wir schon, woran es gelegen hat. Die Feuerwehr hat es dann halt als unklare Ursache definiert, ist wieder abgerückt und der Objektleiter, der einen Meister für Schutz und Sicherheit hat, der hat mir dann halt seinen Bericht geschickt. Der Bericht war, weiß ich nicht, wenn es hochkommt, 10 Zeilen lang. So von der Thematik her an sich in Ordnung. Aber er hat zum Beispiel überhaupt nicht mit aufgenommen, was hat der Facility-Dienstleister gesagt oder getan, wo ich sage, das kann man mit aufnehmen, weil es einfach dann ein Komplettbericht ist. Also beide Dienstleister berichten immer an die gleichen Personen. So, warum soll der Facility-Dienstleister einen eigenen Bericht schreiben? Das macht keinen Sinn. So, das hätte man absprechen können, das hat sonst immer funktioniert. Und was er zum Beispiel überhaupt nicht mit drauf hatte, also er hat quasi alles mit aufgenommen, ja, wir haben das Gebäude evakuiert. So, und dann war Feierabend und dann quasi nur noch, ja, um, weiß ich nicht, 11:38 Uhr konnten wir das Gebäude wieder begehen. Hat aber von dem, was die Feuerwehr ihm gesagt hat, überhaupt nichts mit aufgenommen, was für mich aber relativ wichtig ist. Also allein schon diese Tatsache, dass die Feuerwehr sagt, ja, das ist der und der Melder gewesen, wir können aber nicht zuordnen, warum der ausgelöst hat. Also wir hatten so einen anderen Fall, da hat ein Melder ausgelöst, der hätte nicht auslösen dürfen, weil weil die Feuerwehr hat bestätigt, dass die Meldergruppe, zu der Melder gehörte, also laut Papier, die wir hatten, laut Plänen, die wir hatten, war diese Meldergruppe in Revision genommen. Also sie durfte nicht auslösen und der Melder hat aber trotzdem ausgelöst. Und da war damals auch die Feuerwehr gekommen und die Feuerwehr hat sich das an der BMZ angeschaut und hat auch gesagt, das verstehen sie nicht, weil der Melder dürfte nicht auslösen. Er ist halt extra rausgenommen worden. Also da ging es nämlich dann darum, Scheiße, hat der Mitarbeiter vom Facility Service, hat der Scheiße gebaut, hat der irgendwas falsch rausgenommen. Der hat natürlich sich gesehen und gesagt, geil, jetzt zahle ich hier gleich 6.000 € für einen Feuerwehreinsatz. Also hatte so ein bisschen Sorge und hat sich dann natürlich auch in Frage gestellt, so hat er Scheiße gebaut, weil er halt die Anlage immer schaltet. Die Feuerwehr hat das relativ schnell klargestellt und weil ich halt auch nicht wollte, dass man ihm dann Vorwürfe macht, wollte ich das halt im Bericht drin stehen haben, dass die Feuerwehr klar sagt, der Melder war rausgenommen. Es lag nicht daran, dass er nicht rausgenommen wurde. Einfach auch, um eine gewisse Sicherheit in alle Richtungen zu schaffen. Das war auch so ein Punkt, den hat der Meister damals nicht mit aufgenommen, wo ich mir sage, das erwarte ich aber. Also, und da geht es dann auch nicht drum mit, ja gut, das habe ich woanders anders gemacht. Nee, das ist selbstständiges Mitdenken und ich erwarte, dass solche Sachen mit in einem Bericht aufgenommen werden. Ich würde das fast So. behaupten, das sind ja auch Grundlagen. Siehst du, und da sind wir wieder an dem Thema. Also man kann es jetzt darauf schieben, wir sind beide studiert, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber Weißt nicht, ob ich studiert habe. nee. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir studiert haben oder ob es an irgendwelchen anderen Erfahrungen liegt oder an unserer generellen Herangehensweise. Das weiß ich nicht. Aber genau das ist diese Sache. Wenn ich eine GSSK kriege, dann gehe ich einfach schon mit einer anderen Erwartungshaltung an diese Person heran, weil sie einfach einen anderen Schulungsstand hat oder ein anderes Schulungsniveau hat als ich oder als ein Meister. Aber von einem Meister erwarte ich schon eine ganze Menge mehr. Also muss ich auch so Absolut. sagen. Musst du ja Und auch das erwarten. ist ja auch so, aber leider zeigt mir ganz häufig, dass ich das nicht kann. Und dass auch die Leute mit einer Qualifikation kommen und diese entsprechende Niveau gar nicht erreicht haben. Der Witz an der Sache, um mal kurz aus unserer Branche rauszukommen, das Problem haben nicht nur wir.
Eine Freundin von mir, die arbeitet bei einem Tierarzt oder bei zwei Tierärztinnen in der Praxis, und die hatten jetzt eine Praktikantin da, die in ihrem Medizinstudium ist, also Tiermedizinstudium. Und die müssen ja so Pflichtpraktika machen. Und diese Dame war eine Frau, die da zum Praktikum kam, die war im 9. Semester von, ich glaube, es waren 12 oder, ja doch, es waren 12, glaube ich, 11 oder 12, also schon relativ am Ende, hatte ihre Studienzeit schon um ein Jahr über die Regelstudienzeit verlängert, und stand in dieser Praxis und konnte quasi nichts. Also die Tierarztassistentin, ja, also die ja rein vom, also gefühlt zumindest, wenn man sich das so anhört, die rein vom Wissensstand und vom Niveau her deutlich tiefer steht als ein Tierarzt, ein Studierter, die hat ja mit der linken Arschbacke Sachen vorgemacht. So, und die Studentin musste halt die ganze Zeit die Assistentin fragen, wie man was wo macht, und hatte von vielen Sachen keine Ahnung. Da haben selbst die zwei Ärztinnen gesagt, so dass, also für ein 9. Semester ist das echt schlecht, weil du von der nichts, also die kann ja quasi nichts leisten. Sie konnte keine Proben machen, die konnte keine Untersuchung machen, die konnte Befunde nicht erstellen, etc. pp. Wo sie sagen, also im 9. Semester haben selbst die Ärztinnen gesagt, da muss man weiter sein, da muss man mehr können. So. Entschuldigung, warum haben wir denn lauter Tiere hier in der Praxis? Behandeln wir keine Menschen? Genau, so nach dem Motto, so, das hat ja vier Beine, was ist denn das? Ja, das ist ein Hund. Ach so, ja, So okay. sieht ein Hund aus. Ich habe mir immer gewünscht, Interessant. mal einen zu sehen. Gibt es davon mehrere oder gibt es den nur in der einen Form? Ne? Aber so, das ist halt, wo ich mir dann auch sage, so, ich habe manchmal nicht das Gefühl, dass es an der Qualifikation liegt, sondern auch das, was Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr und viele andere Behörden auch immer wieder in ihren Bewerbungsprozessen sehen. Die Leute haben Interesse und finden den Job cool, aber die bringen überhaupt nicht mehr die Basis mit, um diesen Beruf vernünftig zu erlernen. Und das Problem haben wir in der Sicherheitsbranche halt auch. Mir ist gerade ein Punkt noch gekommen, während du erzählt hast, wo ich auch tatsächlich darauf achte. Wenn du natürlich jemanden hast, der offensichtlich blickig ist, weil er sich schon mal bewirbt, anderswohin und für eine höhere Stelle. Aber ich sag mal, sich immer noch darauf ausruht, weil er unter die Bestandsregelung fällt, weil er seit, weiß ich nicht was, 30 Jahren im Sicherheitsgewerbe arbeitet. Ach, der nur die Schulung hat, aber Ja, quasi nicht als mal, du, Sachkunde gilt. ja, genau, oder gar nicht mal Naja. mehr, sondern einfach wirklich unter die ganzen anderen Bestandsregelungen fällt. Das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich wirklich explizit auch auf die Qualifikation achte, weil ich mir einfach sage, das mag jetzt wieder hart sein, wir haben im Offsetting davon gesprochen, über Angriffsfläche oder ähnliches. Ich sage ganz ehrlich, da kannst du noch so viel Erfahrung haben, wenn du dich in den letzten 20 Jahren, 10 Jahren, 5 Jahren nicht weiterentwickelt hast, dann bist du, glaube ich, auch nicht für jede Position geeignet an dieser Stelle. Weil was sagt mir das denn über einen Menschen? Der ruht sich da aus? Der, Ja, aber jetzt nur, weil er keine Qualifikation nachgeholt hat, ihm zu unterstellen, dass er sich nicht fortgebildet hat, finde ich schon wieder ein bisschen schwierig. ja, okay, also wenn auch kein. Du bist aber heute auch ein Korinthenscheißer. Wenn natürlich auch aus seinem Lebenslauf und auf Nachfrage nichts rausgibt. Wenn er natürlich sagt, oh, ich bin hier Sachkunde und ich musste das nicht, aber dafür habe ich am Flughafen diese und jene Fortbildung gemacht oder ich habe mich andersweitig fortgebildet, was eben kein IHK-Abschluss ist, etc., etc. Alles gar kein Thema. Dann ist das etwas, worüber man sprechen kann. Aber es gibt auch genügend Leute, die dann um die Ecke kommen, und das haben wir ja ganz, ganz oft ja auch hier schon in diesem Podcast darüber gesprochen, die sich einfach darauf ausruhen, weil sie eben seit längerem schon in dieser Branche sind, und dann kommen solche Sprüche wie, na, da, wo ich hingepisst habe, musst du erst noch mal riechen. Und das sage ich einfach, nö, also wozu? Es sind alle Menschen sind wichtig, weil wir bräuchten sie sonst nicht, aber wenn ich eben jemanden habe, der grundsätzlich sich nicht mal die Muße zeigt, weil mit Mitte 30, vielleicht mit Mitte 40, wo das alles noch Sinn macht, sich weiterzuentwickeln, dann finde ich das auch schwierig. Da muss man da zumindest mal drüber reden. Ich glaube aber auch, dass es ein bisschen mit den Firmen selber zu tun hat.
Also wie viele Firmen gibt es, die überhaupt kein vernünftiges Weiterbildungskonzept für ihre Mitarbeiter haben? Und ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Inhouse-Schulungen, die ich mal auf den Samstagnachmittag mache oder so. Also wirklich ich finde tatsächlich, selbst bei mir jetzt auf Arbeit, finde ich das Weiterbildungskonzept mir persönlich noch nicht aufgegangen. Und ich denke, viele, gerade kleinere Firmen, haben da ein unglaubliches Problem mit, weil sie vielleicht auch gar nicht die Finanzen dafür haben. Das dann dem Mitarbeiter anzukreiden, ist halt auch wieder schwierig. Wenn wir jetzt von einer Größe reden, wie einer Securitas oder einer GS4 oder GVS. ja, zum Beispiel, da stimme ich dir zu. Und da würde ich auch sagen, so, ey Leute, ihr müsst ein vernünftiges Weiterbildungsprogramm für eure Mitarbeiter haben. Und wenn es nur darum geht, sie auf dem aktuellen Stand Regelungen zu halten oder es immer wieder aufzufrischen, weil im Endeffekt das ist Handwerkszeug. Wenn ich das nicht regelmäßig wiederhole, dann schläft es halt ein und dann ist es weg. Von daher. Ja, aber auch da glaube ich, bin ich einfach der festen Überzeugung, dass wenn ich sage, ich will mich weiterentwickeln, Mann, wir haben 13.000 offizielle offene Stellen in so vielen Unternehmen und letztendlich bei mir ja genauso, wird dann weiter qualifiziert. So, da suchen wir Leute, die Bock darauf haben, sich weiter qualifizieren zu lassen, zum Meister für Schutz und Sicherheit beispielsweise. Also, wenn ich da einen inneren Antrieb habe, dann muss ich auch einfach mal meine Komfortzone verlassen und dann muss ich mal gucken, dass ich vielleicht woanders hingehe, wo ich eben auch genau diese Qualifikationsmöglichkeiten bekomme. Ja, gut. Gut. Dann würde ich sagen, es ist Zeit für die News Quickies. Sollten wir auch noch ein Stück einkürzen. Bis sich der Erste darüber beschwert. Selbst wenn nicht, sollten wir es trotzdem einkürzen. So, chronologische Reihenfolge. Fang du mal an. Ich hab ja gesagt, ich lass dich heute mal etwas moderieren. Okay, dann sortiere ich, fange ich mal mit dem Thema an, das wahrscheinlich am weitesten entfernt liegt. Und zwar hat Berlin wieder Verkehrssicherheitstage gemacht. Und zwar in der Woche vom 9. bis zum 13. November. Wie gesagt, ist das, was jetzt am weitesten wegliegt. Die Polizei kontrolliert da ja immer sämtliche Verkehrs- oder bestimmte Verkehrsverhalten bzw. Verkehrssituationen und klärt dann die entsprechenden Vergehen oder Vergehenden darüber auf. Hatte ich, glaube ich, schon zweimal jetzt hier berichtet. Die haben das im Sommer, weiß ich, haben sie es einmal gemacht. Und im Frühjahr hatten sie es, glaube ich, auch gemacht, als hier die Geschichte mit den E-Rollern losging. Ich suche das gerade mal raus, weil mir war auch so. Also bei den E-Rollern weiß ich es genau, weil die waren nämlich mit auf der Liste von Leuten, die sehr stark dagegen verstoßen haben. Auf jeden Fall waren am Ende nach 5 Tagen knapp 1700 Einsatzkräfte involviert in diese Verkehrssicherheitstage. Die waren eingesetzt an 543 stationären und mobilen Kontrollstellen und haben ein bisschen was über 7000 Fahrzeugführende kontrolliert. Nur mal so, um ein paar Zahlen reinzuschmeißen. Insgesamt sind 5000, also roundabout 5700 Verkehrsordnungswidrigkeiten begangen worden und sogar 94 Verkehrsstraftaten. Jetzt habe ich tatsächlich die Zahlen vom anderen Mal nicht im Kopf, oder habe ich hier gerade leider nicht bei mir, sonst hätte man mal vergleichen können, ob es mehr oder weniger geworden ist. Rein theoretisch durch Corona hätte es ja weniger sein müssen. Aber das, ja, lasse ich mal so stehen. So, jetzt hatte ich hier wieder. Was haben wir denn hier? Also sie haben insgesamt 5 Personen, 5 alkoholisierte Personen festgestellt. Mit einem Höchstwert von 1 Promille bei dem Autofahrer. Und jetzt rat mal, wie viele Fahrzeugführende sie hatten, die unter Drogeneinfluss standen. Sag mal nochmal, wie viel haben Sie kontrolliert? Insgesamt kontrolliert, also über 5 Tage sind 5700. Also ich sag mal so, weiß ich nicht, 25. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ey, du bist echt gut, es sind 24. Echt?
Ja, 24 Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss. Ich habe auch nicht vorher gelesen, das muss ich an dieser Stelle ja auch dazu sagen. Es gab insgesamt 380 Geschwindigkeitsüberschreitungen, das finde ich schon krass. Wobei hier leider nicht dabei steht, wo sie anfangen zu zählen, weil in der Stadt fährt eigentlich jeder 60. Aber lassen wir das mal raus. Wieder das Interessante, 509 Verkehrsteilnehmer missachteten Rotlicht und darunter 290 Radfahrende. Also die Radfahrer haben es immer noch nicht verstanden und vor allen Dingen ist halt auch wieder mehr als die Hälfte. 217 Kraftfahrzeuge, also Autofahrer und 2 E-Scooter haben Rotlicht missachtet. Ansonsten hatten sie 329 Handyverstöße, 264 durch Autofahrer und 65 Radfahrer. Was haben wir noch? 79 Kraftfahrzeuge verkehrswidrig in Fahrradstraßen, weil wir momentan auf der Friedrichstraße ist es, glaube ich, haben wir eine Radstraße und da Stadtmitte Checkpoint Charlie ist es, da haben sie, glaube ich, auch noch, aber das ist, glaube ich, auch Friedrichstraße, ne, wenn ich mich nicht irre. Das gehört zur Friedrichstraße, ja. Okay, da habe ich mich da nicht geirrt. Was haben wir hier noch? Ich kann mal übrigens, während du mal suchst danach, ich habe nämlich die vom 22.06. gefunden. Wir haben ja einen wunderbaren Regieplan, wo wir das alles reinschreiben. Auch da waren es 1.700 Dienstkräfte und 4.371 Verkehrsordnungswidrigkeiten und 72 Verkehrsstraftaten. 4.300? Ja, 71. Dann sind es mehr geworden. Weil jetzt haben wir 5.717. Wie viel wurden bei dir kontrolliert? 7.000. Okay, bei mir 6.460, aber das würde es auch nicht ganz erklären. Nee. Und wie viele Verkehrsstraftaten hattest du? 72. 73? Ich habe 94. 72. Ja, 7.3. Ich habe 9.4. Jo. Also auch gestiegen. Okay, gut. Geht halt auf Weihnachten zu. Ja, ich glaube, also ich kann mir das schon gut vorstellen, weil ich einfach sage, durch Corona sind halt die öffentlichen Verkehrsmittel unattraktiver geworden. Homeoffice, ja, soll gemacht werden, aber seien wir mal ganz ehrlich, das siehst du bei dir und das sehe ich bei mir ja genauso. Auch diese Rückkehr in die Betriebe wird ja dennoch forciert an der einen oder anderen Stelle. Und von daher kann ich mir einfach gut vorstellen, dass einfach mehr Verkehr ist. Und, Andi, das war auch, wären sie auch außerhalb der, das könnte man nochmal gucken, außerhalb der Sommerferien gemacht haben. Trotzdem am 22.06., ja. Ja, müsste außerhalb der Sommerferien sein. Egal, das Letzte, was ich jetzt hier noch mit rausgepickt habe, also sie haben es auch noch aufgeschlüsselt, halten, parken, verhalten Fahrradfahrer, Sicherungspflichten, bla bla bla. Was ich jetzt aber noch interessant fand, technische Mängel. Insgesamt haben sie 540 Fahrzeuge mit technischen Mängeln festgestellt. 516 davon waren PKWs oder motorisierte Fahrzeuge, 24 davon Radfahrer. Das fand ich irgendwie schon krass. Ja, das haben sie letztes Mal nicht so explizit aufgeschlüsselt. Also 540 technische Mängel auf deutschen Straßen, wo wir einen TÜV haben, finde ich schon krass. Ja. Steht was zu dir mit Kindern im PKW, mit der nicht vorschriftsmäßigen Sicherung, zufälligerweise? Weil da bin ich gerade jetzt hier drüber gestolpert, weil ich das einfach ein Unding finde, weil, also hier waren es 10 im Juni. Wo hier ich sind mir einfach sage, Kinder in Autos nicht vorschriftsmäßig gesichert. Ja, wenigstens in das 100, ist zurückgegangen. In 199 Fällen wurde die Gurtpflicht gegen die Gurtpflicht verstoßen. Ja, wenn jemand anders meint, sich umbringen zu müssen beim Verkehrsunfall, ist mir das wurscht, aber ganz ehrlich, Kinder nicht zu sichern, kapiere ich nicht. Auch interessant, Bekämpfung von Kraftfahrzeugrennen. Es wurden 4 Rennen zur Anzeige gebracht. In diesem Zusammenhang wurden 2 Führerscheine und 3 Fahrzeuge beschlagnahmt. Also, haben Sie dazu geschrieben, wann Sie es wieder rausgeben mussten? Nee, haben sie nicht. Aber also diese Verkehrssicherheitstage werden in den Medien sogar bekannt gegeben. Also das habe ich habe es auch über die Medien mitbekommen, dass wieder Verkehrssicherheitstage sind. Da stelle ich mir die Frage, wie blöd muss ich sein, in dieser Zeit mir mit irgendeinem Deppen ein Rennen liefern zu müssen? Also ich glaube, da kommen ganz, ganz klassische Phänomene drin, die du bei allen anderen hast. Ich meine, ja, klar. Warum? Wahrscheinlich auch das. Weil ich einfach sage, ich werde doch nicht erwischt. Und wenn ich erwischt wäre, dann bin ich schneller und dann hängt vielleicht auch noch ein falsches Kennzeichen. Dann war es auch der andere, dann war es nicht ich. Ja, yeah, genau. Nee, okay. Aber ja, wie gesagt, scheint wieder ein Erfolg gewesen zu sein. Die Menschen lernen es nicht, wie wir sehen. Es wird ja schlimmer. Mal gucken, wie es mit den nächsten Verkehrssicherheitstagen aussieht.
Wir halten euch da auf dem Laufenden. Wunderbar, ja, womit fange ich denn heute an? Ich fange einfach mal mit einer Fragestellung an, die ich mir heute früh gestellt habe. Warum stehe ich eigentlich auf? Warum stehe ich eigentlich auf und warum tue ich diesen ganzen Scheiß noch? Nee, grundsätzlich, wir haben ja schon in der einen oder anderen Folge darüber gesprochen, über Substitution im Sicherheitsgewerbe nach Corona. Und ich habe mir an dieser Stelle einfach wirklich die Frage gestellt und gesagt, ja, was haben wir denn eigentlich als Sicherheitsbranche gemacht? Weil ich habe heute früh einen Bericht gelesen, wo eben über ein Leipziger Start-up gesprochen wird. Ich will jetzt gar nicht hier die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen diskutieren, aber offensichtlich testen die gerade in einem Shoppingcenter eine neue Technologie, nämlich du wirst offensichtlich beim Eingang von einer Kamera gescannt und die kann dann eben prüfen, ob du eine Maske trägst oder nicht. Und solltest du keine Maske tragen, dann erinnert dich die Stimme aus der Maschine mit der Fragestellung, hast du an die Maske gedacht? Und das war, ich will gar nicht im Kern darüber reden, macht das Sinn oder nicht, und wer, da glaube ich, sind alle Argumente, die wir damals auch schon hatten, auch heute noch gültig. Wer immer noch nicht an die Maske denkt, der wird auch sich dadurch nicht erinnern lassen, das macht er heutzutage einfach vorsätzlich. Aber für mich war das einfach so die Frage, weil wir haben ja auch über Mediamarkt und Saturn damals gesprochen, wo es ja letztendlich darum ging, die Frage aufzustellen, naja, wie ist das denn eigentlich? Also hat die Branche daran gedacht, nicht nur Personal hinzustellen, sondern hat die Branche daran gedacht, auch Techniken zu entwickeln und zu implementieren, die eben genau das machen, dass nicht eine technikfremde Firma auf dem Markt dringt und praktisch deine Personale einspart, Klammer auf, das ist ja eigentlich eine ganz eindeutige Konsequenz gewesen. Kein Einzelhandelsgeschäft kann sich leisten, 5 Sicherheitskräfte, die nicht budgetiert sind, zusätzlich über ein ganzes Jahr zu beauftragen. Also war es die logische Konsequenz daraus, darüber nachzudenken, wie kann ich mit technischen Hilfsmitteln, mit technischen Substituten dort praktisch diese Personalkosten, die ich habe, wieder reduzieren. Und da war für mich so ein bisschen heute früh die Fragestellung gewesen, wo ich das einfach gedanklich mal durchgesprochen habe, hat die Branche wirklich daran was gemacht oder hat die Branche eher darum rumgeheult mit der Fragestellung, oh, alle so gemein und wir haben kein Personal und der Kunde will und dann will der Kunde doch nicht und Veranstaltungen finden nicht statt und bla bla bla. Also das ganze Gejammere, was du da hast. Interessanterweise hat das auch tatsächlich heute jemand, ein User kommentiert, der mir, der dann sagte, na, er sieht das nicht so. Dann habe ich ihm das genau mit diesen Argumenten gerade erklärt, warum dann Start-ups, letztendlich bei Mediamarkt und Saturn, ist es auch eine Technikbude gewesen, bei Aldi genauso externes Technikunternehmen, hier jetzt im Shoppingcenter ein Technik-Start-up, zumindest lokal aus Leipzig, also regional eingekauft, aber nirgendwo habe ich gelesen, Sicherheitsdienst stellt Technik zur Verfügung. So, wo ich auch gar nicht irgendwie Technik entwickeln muss, sondern ich kann ja sagen, okay, Start-up, ich prüfe, mache mal eine Marktanalyse und stelle fest, da gibt es einige Systeme, warum biete ich das dem Kunden nicht an? Und reiche den Auftrag zwar durch, aber setze mir da 10% drauf, aber der Kunde kriegt den von mir und kriegt das nicht von einem Dritten. Also ich binde den Kunden wieder ein bisschen stärker an mein Unternehmen. Na, jedenfalls hat er irgendwann vorgeworfen, ich würde zu pauschal argumentieren. Er würde seinen Kunden sowas anbieten. Und da habe ich geschrieben, auf die Rückfrage dann, dass er mir doch mal bitte, soll mir doch mal bitte, das interessiert mich halt wirklich, und das sage ich nochmal, es interessiert mich halt wirklich, er soll mir doch mal bitte einen Link schicken, wo ich sein Produktportfolio einsehen kann. Seitdem ist auch wieder Schweigen im Walde. Also von daher war das so ein bisschen die Fragestellung, aber kommentiert an dieser Stelle ganz gerne, was ihr dazu denkt. Ja. Passt ganz gut zu der Thematik, wo hatte ich die denn letztens erst? Da ging es mich, ich habe das irgendwo in den Nachrichten, ich kann dir leider nicht mehr genau sagen, wo, habe ich aber auch gehört, wie Politiker sagten, ja, wir waren ja auf den Herbst gar nicht vorbereitet. Wo ich mir die Frage stelle, Herrschaften, wir schleppen dieses Corona-Thema jetzt seit März mit uns rum. Von mir aus können wir, seien wir ganz konservativ, sagen wir schleppen das Thema seit April mit uns rum. Wie kann ich denn da auf einen Herbst nicht vorbereitet sein? Also wir haben doch im April, im Mai haben wir doch schon davon gesprochen, dass das ja mit der Grippezeit dann ziemlich beschissen wird, weil wir ja dann schwerer unterscheiden können, weil wir noch mehr Kranke haben. Wie kann sich die Politik hinstellen als Parlament und sagen, na, darauf waren wir gar nicht vorbereitet?
Genauso das wie sich die Schulministerien hinstellen und sagen, was, Sommerferien sind nach 6 Wochen zu Ende? Scheiße, wir haben immer auch noch kein Konzept. Genau. Also ist ja das gleiche Phänomen. Im Endeffekt ist ja auch, also habe ich heute im Radio gehört, gibt es Kritik daran, dass Söder hat das in Bayern, glaube ich, schon gemacht, dass die Weihnachtsferien früher anfangen. Und ich glaube, einige andere Bundesländer sind nachgezogen. Ich glaube, das ist bundesweit jetzt festgelegt worden. Oder bundeseinheitlich inzwischen festgelegt, wo es ja auch Kritik kommt mit von wegen, ist ja schön, dass die Kinder früher keine Kontakte in dieser Art und Weise mehr haben. Nur hat mal irgendjemand drüber nachgedacht, dass dahinter in der Regel noch arbeitendes Volk sitzt, das sich jetzt um seine Kinder kümmern muss. Interessanterweise haben wir das heute auch diskutiert. Das war nämlich genau diese Thematik, doch, ja? Aber im Endeffekt ist es doch genau das. Es ist wieder ein Aktionismus, es ist wieder ein kurzgeschossener Impuls, wo sich keiner einen Kopf macht. Und das ist, also kannst du ja bei der Sicherheitsbranche absehen. Du meintest ja so, na hier, guck mal, wenn wir Personal und Technik einsetzen, das wird bestimmt super. Da habe ich ja dann gesagt, das sehe ich so nicht und ich halte Technik auch nicht für die richtige Variante. Man kann das erproben, aber im Endeffekt, wenn einer dran vorbeigeht, geht einer dran vorbei. Bestes Beispiel ist mein Penny. Die haben in irgendeiner Kernzeit haben die da einen Sicherheitstypen drin stehen, der dir sagt, dass du einen Wagen wieder nehmen musst. Pass auf, jetzt kommt gleich der Shitstorm. Das habe ich mir auch schon eingefangen. Interessiert mich doch nicht. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass sie da einen abstellen, der dir sagt, nehmen Sie bitte einen Wagen. Auch wenn ich nicht verstehe, wenn ich mir ein Brötchen hole, was ich einen Wagen brauche. Und die gleiche Diskussion halte ich auch. Aber ne, von der Diskussion mal weg. Der Witz an der Sache ist, dass der ja ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr da ist. Irgendwie, ich vermute mal, der fängt morgens an. Oder weiß ich nicht, ob der mittags da ist erst und dann nur ein paar Stunden. Aber so, die meistens relativ spätabends ist jetzt auch übertrieben, aber so vor 18 Uhr gehe ich nicht zum Penny, einfach weil ich vorher nichts brauche und halt auch arbeite. Und in der Regel ist der dann nicht mehr da. Und die haben zwar ein Plakat da hängen mit, ja, dürfen nur so viele Leute rein, nehmen Sie bitte den Wagen. Es interessiert aber keinen. So, mich auch nicht. Ich war heute wieder da, die haben das Plakat da hängen. Ich bin aber nur für 3 Getränke reingegangen. Also für so 3 Dosen Monster Energy. So, und ich nehme mir für 3 Dosen, nehme ich mir keinen Wagen. Also, weil ich es bescheuert finde. Und ich kann 1,50 Meter Abstand, den kriege ich auch hin ohne einen Wagen. Um mal ganz ehrlich zu sein. Zählen. Ja, aber wenn ich so viel, also der Laden ist so klein, ich glaube, die Regel war 10 Quadratmeter pro Kunde, wenn ich mich nicht irre, ne? Der Laden ist so klein, selbst wenn du damit 5 Wagen durch die Gegend rennen würdest, und es sind weit mehr, dann wäre der Laden voll. So, also sie benutzen den Einkaufswagen nicht als Argument für dann damit zählen, wie viele Kunden wir hier drin haben, weil der Platz in dem Laden so geringfügig ist, du kannst nicht durch eine Regalreihe gehen, ohne den Mindestabstand zu unterschreiten, wenn 2 Leute an dir aneinander vorbeigehen. So das Gleiche, wenn die nur eine Kasse offen haben und die Kassiererin oder der Kassierer, wer auch immer, da vorne ein bisschen langsam arbeitet oder der Kunde, der da steht, ein bisschen doof ist, weil er jeden einzelnen Cent raussucht oder was weiß ich, oder die Technik streikt, dann steht innerhalb von 2 Minuten steht die Warteschlange durch den ganzen Laden. So, und dann kann sich keiner mehr bewegen, aber da kannst du mir nicht erklären, dass sie über die Einkaufswagen anfangen, die Corona-Regeln einzuhalten. Und das ist ja das, was von vielen Seiten gesagt wird, dass Regeln beschlossen werden, über die nicht nachgedacht wird und die einfach keinen Sinn mehr für die Bevölkerung machen, weswegen sich auch keiner Lust hat, dran zu halten, weil es einfach Schwachsinn ist. Weicht jetzt gerade aber ein bisschen vom Thema ab. Aber es zeigt doch im Kern genau diese Problematik, dass wir bis heute lass es uns schön rechnen, nach 9 oder nach 8 Monaten immer noch kein Konzept haben, wie wir mit dieser ganzen Situation umgehen. Und ich habe neulich was ganz Schönes gelesen, wo es einfach darum ging, weißt du, du kriegst ja momentan, hörst du in jedem einzelnen oder in jeder Begründung, die Heute-Show, glaube ich, war das, hatte das mal zusammengefasst von Söder, aber letztendlich auch von Kanzlerin und von anderen Ministern, wo es dann heißt, ja, wegen Weihnachten, wegen Weihnachten, wegen Weihnachten. Ja, und dann? Also, was ist denn nach Weihnachten? Nach Weihnachten sitzen wir dann alle zu Hause, weil wir uns mal eben wunderschön durchinfiziert haben, um dann im Januar die höchsten Fallzahlen zu haben, die es sonst bisher in Deutschland noch gar nicht gegeben hat. Und dann lassen wir noch gleichzeitig zu, dass an Silvester hier rumgeböllert wird,
damit unsere Not verboten werden. Ja, individuell, je Land, Kommune, ja, also, sorry, also, nee, grundsätzliches Verbieten. Tut mir leid für die Industrie, aber offensichtlich, und ich wundere mich, dass dazu noch echt noch keiner wirklich aufgestanden ist, und da kommen wir eigentlich zu unserem Hauptthema, zur Randale, und sagt, ganz ehrlich, weißt du, die ganze Veranstaltungs- und Kunstbranche lässt du sterben, und die Feuerwerksindustrie, die nachher nachweislich Silvester unsere Notaufnahmen voll machen, die musst du jetzt retten, indem du sagst, naja, einzelne mögliche Feuerwerkseinschränkungen, je nach Gusto von Land, Kommune, Bezirk und was sich da nicht alles tummelt. Das fand ich ganz lustig. Ich habe das gestern, diese Woche auf jeden Fall, als ich hier im Homeoffice war, lief morgens kurz, witzigerweise RBB Abendshow, die lief morgens, haben sie irgendwie nochmal geschaltet. Und da haben sie mit einem, mit dem Geschäftsführer von hier in Berlin-Brandenburg, größter Firma für Verkauf von Feuerwerk, von Pyrotechnik gesprochen. Haben die natürlich auch die Frage gestellt, naja, was sagen Sie dazu, dass das verboten werden soll, damit wir die Kliniken freihalten oder die Notaufnahmen. Da war sein Statement wirklich zu, naja, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, also wir machen ja maximum so 5% mehr aus. Also das ist ja, kannst ja, daran kann es ja jetzt nicht liegen. Ich mir auch dachte so, das ist interessant, also durch euch steigt der Bedarf an Plätzen in der Notaufnahme um rund 5% innerhalb von einer Nacht und du bist der Meinung, das ist kein Problem. Bin ich, also der war offensichtlich auch, was so Öffentlichkeitsarbeit anging, nicht unbedingt der versierteste, aber ich fand dieses Statement schon so klasse. Witzig finde ich aber auch, dass ja die, das habe ich, warum habe ich denn das, ah ja genau, weil ich ein Interview gelesen habe von dem Lindner, die neue von der FDP, und der hat sich ja, also der hat sich ja gegen Verbote ausgesprochen, ja. Der hat sich gegen Verbote ausgesprochen. Ich glaube, der hat sich auch gegen, der hat sich auch gegen das neue Infektionsschutzgesetz, um das es gleich gehen wird, ausgesprochen, wenn ich mich nicht irre. Ja, das kann ich auch verstehen. Also aber ja, anderes Thema. Aber vernünftige Konzepte hatte er auch nicht. Und was ich überhaupt nicht verstehen kann, er war zum Beispiel dagegen, dass man Klassen teilt und Vormittags-Nachmittagsunterricht macht. Also, dass man so ein Zwei-Schichten-System in Schulen einführt. Und das kann ich nicht nachvollziehen, weil das nicht mal eine Forderung von der Gesellschaft oder von anderen Politikern waren, gegen die schießen, also gegen die du schießen musst, so nach dem Motto. Von wegen, mit denen können wir nicht zusammen, weil, also wenn es ein Vorschlag von der AfD gewesen wäre, hätten wahrscheinlich alle gesagt, das ist scheiße, können wir nicht machen. Das verstehe ich halt nur nicht, weil das ein Vorschlag von der Lehrergewerkschaft selber war, dass man Unterricht teilt, dass man kleinere Klassen hat, dass die Ansteckungsgefahr hoffentlich auch sinkt. Und da sprechen sich viele in der im Bundestag gegen aus und haben auch die FDP. Und ich habe leider nicht verstanden, warum. Also die Argumentation, die sie da vorgelegt haben, die war mir leider nicht eingängig. Wirtschaft. Das ist doch Quatsch. Also ja, natürlich ist das Quatsch. Also warum ist denn die Wirtschaft davon betroffen, wenn meine Schule jetzt vor- und nachmittags jeweils 4 Stunden betreut wird? Also seit wann hat die Wirtschaft Einzug in unsere Schulen gehalten? Weil, nee, natürlich kann ich dir sagen, warum. Weil das gar nicht da um die Schulen geht an dieser Stelle, sondern es geht um die Arbeitenden, es geht um die Arbeitnehmer. Wenn ich die Schule splitte und ich ein schulpflichtiges Kind habe, was normalerweise zwischen, ich sag mal, 8 und 14:30 in der Schule ist, dann bin ich wahrscheinlich aus Sicht eines FDP-Politikers immer noch eine nutzlose, faule Sau. Aber ich kann wenigstens zwischen 7.30 Uhr, weil das Kind vielleicht schon alleine zur Schule gehen kann, und 14 oder 15 Uhr arbeiten. Was passiert denn, wenn die Schule jetzt sagt, ja, pass mal auf, wir machen zwischen 8 und 12 und ab 12 Uhr zu Hause Betreuung, wo dir gleichzeitig die Politik auflegt, als Elternteil, du hast zu kontrollieren, dass sich dein Kind nur noch mit einem festen Freund trifft. Naja, was machst du dann? Gehst auf deinen Arbeitgeber zu und sagst, also entweder sagst du mir jetzt Homeoffice, wo ich glaube, ich bin mal gespannt, ob es dazu irgendwann wissenschaftliche Erhebungen gibt, wie die Leistungsfähigkeit im Homeoffice gegenüber der Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz Theorie sinkt. Aber ja, die Frage ist ja immer, was für ein Homeoffice? Also wenn ich als Single-Partei ins Homeoffice gehe, dann ist das ja wieder was anderes, als wenn ich eine Mutter mit 2 Kindern bin. Und eine Kollegin von mir ist genau das, Mutter von 2 Kindern. Die Kinder gehen aktuell nicht zur Schule, weil es in der, ach, wie war denn das, in der Nebenklasse, glaube ich, einen Corona-Fall gab. Und jetzt sind die beiden Kinder unter Quarantäne
und dürfen nicht zur Schule gehen. Und jetzt bekommen sie aber halt immer Hausaufgaben von den Lehrern, damit sie am Tag was machen. Ja, das sind aber Kinder im Alter von, ich glaube, 7 und 12 Jahren oder so. Also noch relativ am Anfang, sage ich mal. Und mit der hatte ich letztens auch zu tun, weil wir uns wegen was absprechen wollten. Da sagte sie auch, also heute ist nicht dran zu denken, dass ich hier irgendwas groß mache. Ja. Ich mache so ein paar kleine Sachen, die nebenbei sind, aber ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann nicht in die Arbeit finden, weil ich die ganze Zeit mich um die Kleinen kümmern muss. So, der eine sollte Mathe machen, der nächste musste die 7 lernen, dann war plötzlich noch Deutsch dran, der nächste musste Englisch machen, wo sie halt auch sagt, ich bin überhaupt gar nicht in der Lage zu arbeiten vernünftig. Ja. So. Und also da verstehe ich auch nicht, wie man sich hinstellen kann und sagen kann, ja nee, dann splitten wir die Schule, weil dann hätte das Elternteil zumindest die Möglichkeit, ja auf dem Nachmittag ein paar Stunden aktiv zu arbeiten. Ich weiß von einem anderen Kollegen, der auch, hat der 2 Kinder? Weiß ich gar nicht, aber der hat auch 1 oder 2 Kinder und noch bevor der erste Lockdown oder Shutdown, wie ich es eher bezeichnen würde, bevor der erste Shutdown noch losging, habe ich mich mit ihm unterhalten, so die 2 Tage vorher oder so, und er sagte auch, also wenn seine Kinder jetzt die ganze Zeit zu Hause sind, so vernünftig arbeiten wir im Büro, das wird nicht funktionieren, weil das geht einfach nicht. Du kannst nicht einen 12-Jährigen in der Bude sitzen haben, ihm sagen, du darfst nicht rausgehen oder dich mit niemandem treffen und ihn aber nicht irgendwie beschäftigt bekommen. Da kannst du nicht normal arbeiten. Er hat halt auch gesagt, also wenn die ihren Mittagsschlaf machen, wird er so ein paar E-Mails abrattern und dann, wenn die abends quasi Richtung Bett gehen, dann wird er abends nochmal irgendwie anfangen, ein paar Sachen durchzuschießen. Aber also so vernünftige Arbeit, wie du es gewohnt bist, 8 Stunden am Tag, kannst du knicken. Also ist nicht. Und da macht sich, glaube ich, keiner einen Kopf zu oder keine Gedanken zu. Und das ist halt... Ja, weil das auch kompliziert ist. Das ist doch komplizierter, als zu sagen, die Schulen bleiben offen. Punkt. Ja, ja. Also generell überhaupt über dieses Thema nachzudenken, ist halt schwer. Gut, machen wir weiter. Ja. Nachdem wir schon mit unseren Quickies immer noch nicht durch sind und wir sind schon fast bei einer Stunde. Was mache ich denn eigentlich? Ach, ich mach noch mal ein Thema und das ist auch soll dann noch für das Quickie heute, für die Quickies heute mein letztes Thema an dieser Stelle sein. Ich weiß nicht, hast du schon reingeguckt zum Thema falscher Fokus zufälligerweise oder noch nicht? Ich hatte es, glaube ich, einmal aufgemacht, aber gleich wieder zugemacht. Weil es einfach scheiße und uninteressant ist. Nee, ich finde das ganz spannend. Also, wenn du mal so pauschal jetzt auch in die letzten Wochen zurückdenkst und jetzt komm hier nicht mit Logik, sondern einfach mit Bauchgefühl mal. Was glaubst du? Nimmt der islamistische Terrorismus zu oder nimmt der ab? Und vielleicht auch im Vergleich zu Rechtsterrorismus, was ist gefährlicher? Rein aus dem Bauchgefühl, wo sollten wir mehr hingucken? Wie hat mein Chef so wunderschön formuliert, ja, um Terror müssen wir uns momentan keine Sorgen machen, der hat Angst vor Corona und wenn Corona vorbei ist, machen wir uns wieder Kopf um Terror. Das ist so typisch. Kannst du dich an unsere Diskussion zum Autokino erinnern? Das war doch das Gleiche. Fahrt doch alle drauf. Terror ist erst nach Corona wieder. Oh Gott. Ja, genau. Aber also, er hatte das natürlich auch mit einem gewissen, oder mit einem Schmunzeln gesagt, mit Absicht halt auch, ging halt um ein paar Interner, aber so ein bisschen den Einschein erweckt es halt. Also Terror geht momentan nicht, da haben wir quasi auf Pause gedrückt und momentan haben wir keinen Terror. Ja, das bringt mich jetzt nicht zu dem Ergebnis, was ich eigentlich gerne von dir hören wollte. Nein, also wir hatten noch das schlecht. Ja, das ist schlecht. Absprechen. Wir müssen uns, du musst zwischen den Zeilen lesen, was ich von dir haben möchte. Du hättest es auch einfach in den Regieplan schreiben können, aber... Raphael sagt an dieser Stelle das. Nein, also pass auf, ja, also aber letztendlich, also wir haben ja momentan ein ganz, ganz spannendes, interessantes Phänomen, finde ich. Auf der einen Seite... Corona, ja. Ja, Corona und in diesem Zusammenhang waren ja auch die Verfassungsschutzbehörden der Länder und ich habe sogar neulich was vom russischen Geheimdienst gelesen, darüber, dass natürlich... So wie du das gerade eben gesagt hast, ähnlich auch letztendlich auch Terroristen denken. Nämlich, naja, Europa hat gerade mit der Pandemie zu kämpfen und wir alle wissen ja, zusätzliche Aufgaben bei der Landespolizei, kommunale Ordnungsbehörden kommen nicht mehr hinterher, Corona-Verordnungen zu prüfen. Bundespolizei muss jetzt eingebunden werden, hat aber irgendwie selber, glaube ich, gerade 1600 Beamte in Quarantäne. Etc., etc. Also all diese ganzen Themen, die da bewirken und deshalb sagen die Verfassungsschutzbehörden,
könnte eine höhere Gefahr momentan durch islamistischen Terror ausgehen. Man sollte nicht die Augen davor verschließen, dass der IS jetzt besiegt ist, sondern dass es immer noch Einzeltäter gibt, die mit dem Islamischen Staat sympathisieren und von daher auch tatsächlich bereit sind, dafür Terroranschläge zu begehen. Und ich glaube, das ein oder andere, ich weiß gar nicht, von Lugano habe ich jetzt gar nicht mal genau nachgelesen, was jetzt der Ausschlag da war, aber zumindest Wien, Nizza, Dresden, all diese waren ja islamistisch motiviert gewesen. Wenn man sich aber in die Stadt, und anderes Thema, wir haben ja letztes Mal in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass es ja darum ging, dass unser lieber Bundesinnenminister ja nicht unbedingt bemüßigt ist, in irgendeiner Art und Stelle was gegen Rechtsextremisten zu machen, weil ist der ja alles... Der Heimatminister. Der Heimatminister, Entschuldigung, stimmt, du hast ja recht. Aus dem schönen Bayern, wo auch das Berchtesgadener Land und die, naja, anderen... Ich find's schön, wenn der Bergtroll wieder zurück in seinen Berg geht. So. Ja, also das sieht alles, es sind ja alles Einzelfälle und alles gar nicht so schlimm. Diese Woche ist tatsächlich eine internationale Statistik raus, eine Studie draus gekommen und die sagt eigentlich nämlich Folgendes. Und zwar, weltweit, muss man natürlich wieder mal gucken, wie weit das an, aber einfach vom Gefühl her, weltweit ist der islamistische Terroranschlag oder der Terror um 60% zurückgegangen. Während aber gleichzeitig, und Rechte sieht man ja offensichtlich bei den Corona-Demos, kriegen ja kein Corona, bei Rechtsextremisten aber weltweit um 250% angestiegen sind, diese Zahl fand ich extrem erschreckend, im Zeitraum von den letzten 5 Jahren tatsächlich um das, worum es die Anzahl der Todesopfer geht, die durch Rechtsterroristen gestiegen ist in den letzten 5 Jahren oder innerhalb von 5 Jahren, so, das ist die richtige Begrifflichkeit, innerhalb von 5 Jahren tatsächlich sogar um mehr als 700% angestiegen sind. Ja, das sind ja jetzt schöne Zahlen, aber was heißt, also, Todesopfer gab es denn vor 5 Jahren? Also nicht, dass ich jetzt die Zahl kleinreden will, aber mit 250%, 700%, ja, lässt sich natürlich eine schöne Schlagzeile. Also ich kann dir mal sagen, 2019... Wenn es vorher einer war und am nächsten und 5 Jahre später sind es 8. Ja, ja, also ich kann dir mal sagen, 2019 waren es 89 Menschen. Okay. Durch Rechtsterrorismus. Das andere finde ich gerade an dieser Stelle. Ich reiche tatsächlich nach. Schlecht vorbereitet. Ja, unglaublich. Ich war jetzt nicht auf provokante Fragen vorbereitet. Das ist nicht provokant, das ist skeptisch. Also das mag schlimm sein, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Und jeder Tote ist einer zu viel, außer es entlastet die Rentenkasse. aber das sind halt nach meinem Dafürhalten 250% ist um 250% gestiegen, ist um 100% gestiegen. Ja, das sind Worthülsen. Also damit kann ich nichts belegen, sondern da geht es nur darum, dass ich Eindruck mache, und das ist das, was wir vorhin hatten, das ist mehr Schein als Sein. Weil wenn du vor 5 Jahren einen Toten hattest, ja, und 5 Jahre später 8, ja, dann hast du auch eine Steigerung um 700%. Aber im Endeffekt, also macht den Cola-Männer auch nicht fett. Nein, ja. Nur das despektierlich zu meinen. Deswegen, ja, 250% sieht schön aus, 700 sieht noch schöner aus, aber was jetzt an Zahlen dahinter steckt, ja, also es geht mir an dieser Stelle gar nicht darum, du hast es vorhin richtigerweise gesagt, jeder Tote ist ein Tote zu viel. Aber mir geht es einfach darum, festzustellen, und das ist ja auch wissenschaftlich tatsächlich belegt an dieser Stelle, wir sehen ja hier eine steigende und eine fallende Tendenz. So, und diese fallende und steigende Tendenz ist ja auch letztendlich wissenschaftlich belegt worden aus einer Studie von Halle. Ich glaube, hier darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen, wo es um den Mythos Einzelkämpfer geht. Der einsame Wolf, der der Meinung ist, er müsste den schlafenden Michel jetzt hier endlich mal aufwecken und mit seinem Terrorismus dort in irgendeiner Art und Weise, siehe Hanau, siehe Halle etc.,
müsste dort jetzt mal einen Ruck durch die Bevölkerung fahren lassen. So, und das sind ja alles Studien, oder beziehungsweise diese Studie aus Halle hat ja auch eine zweite Sache festgestellt und hat gesagt, wir haben immer gegensätzliche Wellenbewegungen. Das heißt, wenn wir einen Hochpunkt einer einzelnen Motivation haben, und das war ja letztendlich in den letzten Jahren der islamistische Terror tatsächlich auch gewesen, in den letzten, jetzt will ich jetzt nicht sagen, nicht 5 Jahren, aber vielleicht in den letzten 10 Jahren, auch in Europa der islamistische Terror gewesen, dann fokussiert sich an dieser Stelle auch die Ermittlungsarbeit explizit genau auf diesen Bereich. Während tatsächlich sich dann die jeweils anderen Kräfte im Verborgenen, weil eben die Ressourcen dort verschoben werden, im Verborgenen auch wieder stärker radikalisieren können und eben dann, wenn die andere Welle abflaut, in dem Moment hochkommt. Also dieses Bild von diesen zwei entgegengesetzten Wellenbewegungen. Und ich finde das halt einfach traurig, muss ich sagen, dass wenn diese Erkenntnisse gibt und wenn diese wissenschaftlich belegt sind, diese ganzen Maßnahmen, wenn ich dann höre, dass man jetzt einen Pakt schließen muss gegen islamistischen Terrorismus aus Frankreich, Deutschland und Österreich, wo es dann einen Grundrechte-Eingriff geben soll, weil man der Meinung ist, man müsste die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufheben und die Sicherheitsbehörden müssten an jeder Stelle sofort lesen, weil die Islamisten oder Österreich hat das, glaube ich, ganz, ganz schön mit Zahlen festgelegt, die erhebliche Grundrechtseingriffe schon im Vorfeld hatten, vor dem Anschlag in Wien. Und wenn dann eine Zeitung hat nach dem Anschlag in Wien, hat mal nachgefragt, naja, wie werden denn diese Ermittlungsmaßnahmen und Techniken überhaupt genutzt? Und dann rauskommt, naja, also wir haben sie, aber wir setzen sie kaum zum Einsatz. Irgendwie über 160 Mal sollte Video angesetzt werden, 68 Mal ist die Videoüberwachung nur zum Einsatz gekommen, Späh- und Lauschangriffe überhaupt gar nicht. Dann stelle ich mir einfach die Frage an dieser Stelle, muss ich dann nochmal stärkere Maßnahmen basierend auf einer Begründung, die objektiv fraglich an dieser Stelle ist und wissenschaftlich fraglich ist, oder sollte ich vielleicht nicht irgendwo mal erstmal zur Wirksamkeitsprüfung von den Maßnahmen haben, die ich schon implementiert habe, und nicht nur die Wirksamkeitsprüfung, sondern auch der Mitteleinsatz. Aber so lange wollte ich eigentlich gar nicht über dieses Thema reden, also von daher sollte das eine Randnotiz sein. Dann habe ich diesen längeren Monolog jetzt als Randnotiz aufgenommen. Gut, machen wir weiter. Kommen wir mal jetzt langsam in die Richtung, wo wir heute hin wollten, in den letzten 30 Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, eigentlich unmöglich. Neues Infektionsschutzgesetz. Der Bundestag soll darüber abstimmen, ob das kommt oder nicht kommt. Und ein paar, inzwischen ja nicht so nur noch Affen, sind der Meinung, dass die Demokratie... Entschuldigung, ich finde das diskriminierend gegenüber Affen. Ja. Dann verklag mich doch gerne, du hast ja meine Adresse. Aber mein Anwalt hat gerade so viel zu tun. Auf jeden Fall, ich habe auch letztens den Begriff Covidioten, ja. Covidioten habe ich gehört, genau. Nicht Covid-Affen, sondern Covidioten. Dann eben Covidioten haben nichts Besseres zu tun, als sich vor dem Bundestag zu formieren, mit Rechtsextremen und Nazis irgendwelche Parolen zu skandieren und der Meinung zu sein, dass die Demokratie gerade untergeht. Witzigerweise, es ist an diesen Stellen ja häufiger schon mal, sind ja häufiger schon mal Leute mit Reichsflaggen dort gesehen worden. Ich stelle mir die Frage, was sie glauben, was passiert, wenn die Reichsflagge und die Monarchie wieder eingeführt wird. Eine Demokratie wird das dann auch nicht. Aber just saying. Witzigerweise, dem noch ein wenig vorgegriffen, der Attila Hildmann, dieser Schwoblerkopf und Möchtegern-Koch, der offensichtlich zu viele von seinen Rezepten selber probiert hat. Können wir ihn Volksverhetzer nennen? Ja, ist ja ein Volksverhetzer. Also, der Witz an der Sache ist, er bezeichnet sich selber ja, also gibt er auch jedes Mal an, als ultra-rechts und als ein Verschwörungsprediger. Also,
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall. Ich weiß, glaube ich, was ich davon halte. über den haben wir ja schon öfter mal geredet. Der ist ja letztens bei der, ich glaube im August bei der Demo vor der russischen Botschaft, ist der von der Polizei auch festgenommen und abgeführt worden. Und jetzt hat man bei Attila eine Hausdurchsuchung gemacht und hat bei ihm ein paar Sachen festgestellt. Und zwar hat Staatsanwaltschaft Cottbus hat wohl seit Herbst mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn laufen, unter anderem auch wegen Volksverhetzung, und hat dann Besuch bekommen vom Landeskriminalamt, und die haben unter anderem 6 Laptops, einen Computer und mehrere Mobiltelefone und ein paar Speichermedien beschlagnahmt. Unter anderem oder primär auch mit dem Ziel, die Begehung weiterer Straftaten im Internet zu erschweren. Und zudem wurde bei ihm eine sogenannte Gefährderansprache gehalten. Ich weiß nicht, ob den Leuten das ein Begriff ist. Gefährderansprachen werden zum Beispiel auch bei Stalkern gehalten oder bei Leuten, die denen Stalking vorgeworfen wird. Primär betrifft das ja Frauen statt Männer, die von Stalking betroffen sind. Wenn Personen sich bei der Polizei melden und glaubhaft machen können, dass eine Person sie stalkt, das schon seit längerer Zeit, dann macht die Polizei das natürlich aktenkundig, und in der Regel ich weiß gar nicht, ob da ein Streifenwagen hinfährt oder ob da auch schon Zivilbeamte vorbeikommen. Auf jeden Fall wird diese Person von der Polizei aufgesucht bei sich zu Hause, und dann wird diese sogenannte Gefährderansprache gehalten. Ich glaube, das passiert bei Hooligans auch, ja, wenn ich mich nicht irre. Genau, und dann spricht man mit dem mal Tacheles, dass der sein Verhalten jetzt zu unterlassen hat. Das hat man bei Attila auch gemacht. Unter anderem auch deswegen, weil man, also natürlich nur nicht deswegen, aber die Polizeiaktion soll auch im Zusammenhang mit den Demos gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen an dem dann stattfindenden Mittwoch zusammengehangen haben. Ja, ich weiß gar nicht, ob er vor Ort war. Weiß ich aktuell gerade gar nicht. Von daher keine Ahnung, ob es Wirkung gezeigt hat. Wenn ich mich nicht ganz irre und wenn man dem Volksverpetzer glauben kann, dann hat er sich letztens wieder mit anderen Corona-Leugnern gebasht, und ich glaube, er hat auch noch irgendwelche anderen Sachen gemacht. Beim so viel, das kannst du gar nicht alles verfolgen. Ob das jetzt wirklich geholfen hat, ja oder nein, naja, was soll ich sagen? Es ist halt schwer, aber ich hoffe mal, dass das jetzt sehr immerhin aktenkundig, ich hoffe mal, dass sie jetzt langsam ein bisschen fixer in ihrer Amtsarbeit werden, als Monate brauchen, um dann endlich mal eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Die wollten doch nur seine aktuellen Kochrezepte haben. Der ist aber auch tatsächlich gar nicht aufgetaucht, ne? Wenn ich das so richtig gesehen habe. Bei Mittwoch da, meinst du? Ja, also ich habe jetzt nichts davon gehört. Ich glaube auch nicht. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich kann mich nicht erinnern, aber ich bin der Meinung, er war nicht da. Vielleicht war noch irgendeine andere Demo wichtiger oder so, man weiß es nicht. Naja, du kannst ja auch, das weiß ich ja nicht, das wäre ja an dieser Stelle nur Spekulation, aber du machst ja manchmal bei Hooligans oder bei Fußball, dass du dann sagst, okay, wenn du weißt, der Fan oder der Hooligan, bei dem du Gefährderansprache gemacht hast, der würde jetzt nach Frankfurt, nach sonst irgendwo fahren, dann sagst du halt, okay, dann gibt es die Auflage, dass er sich zu Spielbeginn beispielsweise 15:30 in seiner örtlichen Polizeiwache zu melden hat und sich dort auf seiner Stempelkarte abstempeln soll, dass er anwesend war und eben nicht in Frankfurt gewesen ist und dadurch über Präsenzmöglichkeiten dann das nachvollzogen wird. Vielleicht wird es bei ihm auch gemacht. Ich würde sagen, es ist auf alle Fälle sinnvoll, was da ist. Ja. Man kann es nur hoffen, dass sie jetzt mal ein bisschen krasser drin. Was ich ganz interessant fand, wie gesagt, Mittwoch, Abstimmung, Infektionsschutzgesetz. Es sind Leute in den Bundestag, ja, eingebrochen nicht, aber mit hineingenommen worden und haben Politiker ja, ich sag mal, belästigt. Die Leute vorne vor dem Bundestag oder seitlich vom Bundestag, vom Brandenburger Tor, haben sich ja dann mehr oder weniger Auseinandersetzung mit der Polizei geliefert. Was ich interessant finde, in dem Artikel zu der Durchsuchung von Hildmanns Wohnung, steht im letzten Absatz auch drin, in einem am Dienstag verschickten Schreiben der Sicherheitsbeauftragten des Bundestages an die Abgeordneten hieß es,
Die angemeldeten Versammlungen gäben auf Grundlage einer Gefährdungseinschätzung des Berliner Landeskriminalamtes Anlass zur Sorge, dass der Parlamentsbetrieb beeinträchtigt wird, weil sowohl mit Angriffen auf die Gebäude des Deutschen Bundestages und auch auf Personen zu rechnen sei. So, und dann muss ich jetzt mal hier mal ganz kurz meine Wut freien Lauf lassen. Weißt du, go for it. Zwei Sachen. Also dieser Verfassungsschutz hier in Berlin, der geht mir ja so heftig auf den Sack. Ganz ehrlich, weißt du, wenn du dich zurückerinnerst, wir haben ja auch darüber geschrieben und gesprochen, 29.08., weißt du, wo du im Vorfeld dann auch Meldungen dazu hattest, wir werden Berlin erstürmen und wir gehen da rein und wir holen uns unsere Demokratie wieder und unsere Rechtsstaatlichkeit und wir wollen in den Reichstag und bla bla bla, hat sich kein Schwein darum gekümmert. Am Ende musste der Verfassungsschutz zugeben, nein, nicht zugeben, das wäre ja gut. Er hat gesagt, oh, das haben wir im Vorfeld gar nicht so bewertet. Das waren für uns alles Verbalaggressionen im Netz. Ja, so. Genau, jetzt, da hatten wir auch drüber gesprochen. Und jetzt sagt der Verfassungsschutz, ja, das könnte die Parlamentararbeit beeinträchtigen. Und sie schaffen es trotzdem. Und ich habe den Vergleich gemacht, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Unabhängig davon, ob sie jetzt mit Gewalt reingekommen sind oder über demokratische Organe unseres Bundestags, nämlich die Partei AfD. Sie haben diesmal das geschafft, was sie letztes Mal bei der Reichstagsstürmung tatsächlich erreichen wollte. Und ich finde, das ist viel, viel schlimmer, dass sie jetzt reingekommen sind, inklusive über das Hintertürchen einer demokratisch legitimierten Partei, muss man ja an dieser Stelle leider sagen. Aber sie haben es geschafft, reinzukommen. Was das für ein Erfolg für diese Menschen sein muss, diese Demokratie zu unterwandern, während gleichzeitig der Verfassungsschutz sagt, ja, pass mal auf, da könnte es was geben und die Parlamentsarbeit ist beeinträchtigt. Welche Blauäugigkeit hast du denn bitte in Berlin, dass du sagst, oh, so schlimm wird das gar nicht. Das ist alles so. Rezo, da sind wir übrigens beim Rezo-Video. Vielen Dank, dass du mir das zugeschickt hast und ich kann jedem empfehlen, sich da das mal anzugucken, weil er schlüsselt das ja 1:1 perfekt auf, nämlich indem er einfach mal darstellt und sagt, pass mal auf, das ist, wie geht denn die Polizei gegen diese Corona-Leugner, gegen diese Verschwörungserzähler, gegen diese Nazis und Rechtsterroristen da draußen vor? Wie geht sie gegen Demonstranten vor? Und wie schützt sie eigentlich an dieser Stelle unsere Presse? Und das geht mir so heftig, Entschuldigung für die deutliche Wortwahl, aber das geht mir so heftig auf den Sack, dass man erstmal sagt, oh naja, erstmal haben wir sie so nicht eingeschätzt. Dann machst du diese Erfahrung und dann passiert trotzdem was und man sagt, ja, da war aber vielleicht eine andere Behörde an dieser Stelle dafür verantwortlich. Tatsächlich, also ja, Rezo schlüsselt es gut auf, gebe ich dir recht, sehe ich auch so. Allerdings komme ich nicht unbedingt zu dem gleichen Schluss wie Rezo und ich glaube, das ist auch ein Problem, das unser Heimatminister nicht wahrhaben will. Es gab ja diese Demo auch in Leipzig, wo ja die Polizei sich quasi zurückgezogen hat. Und der Innenminister, der ja da, der da noch an der Pressekonferenz teilgenommen hat, also der geht ja überhaupt gar nicht. So leid es mir tut, aber was der da erzählt, ich weiß nicht, hinter welchem Mond der lebt oder in welcher braunen Soße, aber also das geht ja überhaupt gar nicht, was der da erzählt. Zum einen, weil es überhaupt nicht dem entspricht, was auf der Straße passiert ist. Was ja Rezo auch sagt, und zum anderen, weil das Thema auch nicht, also weil es überhaupt nicht thematisiert wird, und das, also so funktioniert das halt nicht. Ob man der Polizei jetzt alleine die Schuld daran geben muss, weiß ich wieder nicht. Gerade für die Polizei Berlin hast du halt einfach wieder dieses Problem, und das sagen Leute aus dieser Behörde auch selber, diese grün-rote, linksgerichtete Regierung, damit kann das nicht funktionieren, weil wir einfach zu allem zu weich sind. Und da würde ich ihm auch recht geben. Auf der anderen Seite, nicht mal nur unbedingt in Sachsen, aber mit Sicherheit auch in anderen Bundesländern. Polizei ist ja, wie haben sie das lange Zeit medial verbreitet, ist ja ein Bürger in Uniform, haben sie, glaube ich, geschrieben. Oder hatten da Menschen in Uniform oder sowas? Also quasi Querschnitt der Gesellschaft, in Anführungszeichen. Und was willst du von denen erwarten?
Also, wenn du Pech hast, stehen da fünf Polizisten und zwei von denen denken sich, ich würde eigentlich mitmarschieren, darf es aber wegen meinem Job nicht, muss auf der Seite stehen. Naja, bevor ich die jetzt niederknüppel, lasse ich denen das halt durchgehen. So. Und ich glaube, das ist auch so ein großes Problem, dass du durchaus auch Sympathisanten bei der Polizei hast, beziehungsweise die Polizei in vielerlei Hinsicht auch einfach unterlegen ist. So. Dass eine Berliner Polizei vor dem Reichstag nicht anfängt, 20.000 Leute festzunehmen, kann ich verstehen. Also ich weiß, dass Polizei aus NRW und ich glaube Rheinland-Pfalz, von denen weiß ich's, die waren mit vor Ort. Aber selbst wenn du am Ende Polizeikräfte gegen Demonstranten stellst, waren es mehr Demonstranten als Polizisten. Was sollen die machen? Wirklich jeden Aber Einzelnen verhaften? Entschuldigung, ich muss mal an dieser Stelle dich mal kurz unterbrechen. Also Berlin war 1. Mai-Hotspot und wir haben es geschafft, als Berliner Politik und Berliner Polizei das so unattraktiv zu machen durch Techniken, Taktiken, Deeskalation, Umsetzung etc., dass diese ganzen Krawallidioten an dieser Stelle sich gesagt haben, Berlin lohnt sich überhaupt gar nicht, haben wir gar keinen Spaß mehr, uns da auszutoben. Ja, Also, sind wir nach Hamburg gegangen. dann sind, ja, aber, also, sorry an dieser Stelle, es interessiert mich als Berliner nicht, was in Hamburg passiert. Wenn Hamburg es nicht schafft, das unter Kontrolle zu kriegen, ja gut, dann sind sie irgendwann nach Nürnberg gegangen und sowas. Aber, also, du sprichst, glaube ich, einen wichtigen Punkt an, auf den ich gar nicht mal rumreiten will, sonst kriege ich hier irgendwann tatsächlich mal meinen Stempel, hier ab. Aber ich glaube ja, das Thema Polizei spielt eine wichtige Rolle. Aber den anderen Punkt, weißt du, auch da wieder, wo ich einfach gerne mal auch von jemandem da draußen, der in der Polizei Lagerarbeit macht und jetzt nicht der Meinung ist, weil er das irgendwo mal gehört hat, sondern falls uns ein Polizist zuhört, der wirklich, und wir wissen ja, der einen oder anderen Polizisten haben wir, der hat uns ja auch schon Feedback gegeben, wie macht Polizei Lagerarbeit? Wenn durch Twitter durchgeht, auf bestimmten, und das, da haben sich ja so zwei, drei Twitter-Menschen rausgetan, die wirklich alles dokumentieren, was rund um Corona passiert, also um die Corona-Leugner-Demos. Wenn die am Tag vorher dokumentieren und darstellen, dass es einen Aufruf in diesen Telegram-Gruppen gibt, dass Kinder mitgebracht werden sollen und Kinder in die erste Reihe gestellt werden sollen, damit die Polizei keine Maßnahmen gegen diese Corona-Demonstranten einsetzt und Wasserwerfer nicht zum Einsatz kommen. Da muss ich mir doch mal bitte vorneweg als Polizei darüber Gedanken machen, welche Taktik ich da habe und dann nicht plötzlich da überrascht sein, dass plötzlich in der ersten Reihe Kinder stehen und Kinder vorgehalten werden vor Wasserwerfern. So, also muss ich vielleicht auch mal fragen, warum war das Jugend? Also ich hätte hinter den Wasserwerfern hätte ich ein Zelt aufgebaut, da hätte ich fünf Jugendamtsmitarbeiter inklusive Kindernothilfe reingesetzt und dann hätte ich die Herrschaften vorne angesprochen nach einer gewissen Eskalationsphase, wo es einfach so war und habe gesagt, passen Sie auf, Sie müssen jetzt mit Ihrem Kind das verlassen, weil es hier einfach zu gefährlich für das Kind wird. Und wenn der Mann sagt, nee, ich bleib mit meinem Kind hier, dann würde ich schon mal drüber nachdenken, ob ich hier nicht vielleicht im Bereich der Kindeswohlgefährdung bin, sodass das Jugendamt zumindest temporär hier einschreiten kann. So, und dann habe ich aber wenigstens ein logisches Konzept dahinter. Aber wir machen, wir tun, ich bin ja immer überhaupt froh. Übrigens öffentliche Korrektur, es war nicht seit 17 Jahren, sondern seit 7 Jahren der erste Wasserwerfer in Berlin im Einsatz, dass man die mal wenigstens vorgefahren hat und mal ein deutliches Signal gesetzt hat und sie nicht einfach wie, was war, Leipzig war das, glaube ich, nach der Versammlungsauflösung die Leute hat trotzdem weiter durch Leipzig spazieren lassen, wo sich die Polizei sogar hat zurückdrängen lassen oder gestern in. Ja, das war bei Innenstadt. Die haben ja wohl noch eine andere Demonstration nicht in der Innenstadt gehabt und da haben sie die Wasserwerfer ja wohl eingesetzt. Ja, oder wie gestern in Hildburghausen, wo ich zugucke, dass in meinem Corona-Hotspot da weiß ich nicht, wie viele Tausende oder Hunderte Demonstranten da durchziehen, wo das RKI, hast du das gelesen? Das RKI hat eine neue Farbe für Hildburghausen eingeführt. Nee, habe ich nicht Weil das mitbekommen. so exorbitant hochgestellt ist, diese Inzidenzzahlen. Corona-Fallzahlen dort, die, Dankeschön, die Inzidenzzahlen, dass das anders dargestellt wird. Die Naja, haben eine wahrscheinlich für. Inzidenz, haben die von 602,9 und da wird gestern Abend war das, glaube ich, oder vorgestern, wird zugelassen, dass man da durch die Stadt spaziert.
Ja, aber das ist halt die Sache, dass, also ich weiß nicht, ob ich der Polizei, ob ich der Polizei den Vorwurf machen soll. Also mit Sicherheit, die sind daran nicht unbeteiligt, das will ich gar nicht kleinreden. Aber ich weiß nicht, ob die Polizei wirklich als Einzelakteur schuld daran ist, dass das so in die Hose geht. Ach echt, die sind pink, krass. Sondern ich sehe da halt auch einfach wieder dieses Problem der Politik. Dass eine Politik sich nicht hinstellt und klare Kante zeigt und sagt so, nee, also die Situation der Politiker mag schwer sein, weil sie die Leute nicht komplett abstempeln wollen und sagen wollen, ja, nee, das geht so nicht. Oder weiß ich nicht, die nicht abstellen wollten als Vollidioten, als Idioten, was auch, whatever, keine Ahnung, kann ich ja nachvollziehen. Aber man muss doch mal klare Kante zeigen, dass dieses Verhalten, das an den Tag gelegt wird aktuell, nirgends geht. Und es geht hier nicht darum, dass die, weiß ich nicht, sich hinstellen und die Polizisten als Vaterlandsverräter beleidigen oder sonst was, sondern es geht hier darum, dass polizeilichen Maßnahmen nicht Folge geleistet wird. Das ist der Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit schlechthin. Von dem Ding, was die AfD gebracht hat, dass sie da Leute mit in den Bundestag bringt, was mich sowieso wundert, weil ich einen Bericht gelesen habe, dass für den Tag galt, dass du Maximum einen Besucher ohne Sicherheitsüberprüfung mit reinnehmen darfst. Da frage ich mich, wie schafft es, also es war ja nicht die ganze AfD-Fraktion, aber wie schaffen es mehrere Leute aus der AfD-Fraktion, mehrere Leute mit reinzunehmen? Da ist doch schon wieder irgendwas schiefgelaufen, was nicht funktioniert. Warum haben die Sicherheitskräfte im Bundestag nicht vernünftig reagiert? Wofür gibt es eine Bundestagspolizei? Warum können die sowas nicht aufnehmen? Das verstehe ich nicht. Und da stelle ich mir halt die Frage, warum sich auch eine Landespolitik, auch ein, wie heißt der hier, Müller da, warum der sich nicht in der Pressekonferenz hinsagt und sagt, das geht so nicht. Wenn die Polizei sagt, dass sie den Ort zu verlassen haben, weil die Kundgebung aufgelöst wurde, dann haben sie die Kundgebung zu verlassen. Und wenn sie das nicht machen, müssen sie damit rechnen, dass sie morgen ein blaues Auge haben, weil der Wasserstrahl sie getroffen hat. So, und also diese Rückendeckung, die der Polizei zumindest in Berlin schon seit Jahren fehlt. So, das ist ja das, was wie heißt der Innensenator? Geißler, Geißel, ne? Geißel. Geißel. Geißler hat es ja bei irgendeiner Razzia von Shisha-Bars etc., wo sie auch wieder Schwarzarbeit, Zollverstöße, pipapo gefunden haben sie ihn ja auch interviewt und sagen, na, warum gehen sie denn jetzt dagegen vor? Und da sagt er auch, ja, Berlin hat in den letzten Jahren einiges verpasst, das müssen wir jetzt aufholen. Ja, da hat er recht, aber warum machen wir denn jetzt hier genau das Gleiche? Also warum verpassen wir denn hier schon wieder eine Chance, zu sagen, wisst ihr was? Die Polizei warnt mehrfach vor. Die Polizei warnt deutlich vor, mit lauten Ansprachen, dass man den Platz zu verlassen hat, weil die Kundgebung aufgelöst ist und wenn man sich nicht an bestimmte Auflagen hält. Die Polizei räumt dir die Chance ein, dass du die Maßnahmen noch umsetzen kannst, dass deine Veranstaltung nicht aufgelöst wird und es hält sich keiner dran. Warum steht kein Politiker dahinter, sagt so, jo, ihr habt alles gemacht, was ihr machen musstet, go for it. Verstehe ich nicht. Es ist mir unbegreiflich. Genauso ist mir der Innenminister von Sachsen unbegreiflich, der sich hinstellt und sagt so, ja, also wir haben friedlich dafür gesorgt, dass die Menge ab- und anströmen konnten. Einen Scheiß habt ihr. Ihr habt nicht einen beschützt, ihr habt nicht, da war auch irgendwo ein Bericht von einer Journalistin, die sich bedroht gefühlt hat von Corona-Gegnern, die ist zu Polizisten gegangen, hat gesagt, ey, ich werde hier angegangen, könnt ihr mal was dagegen tun? Und die ihr gesagt haben, ja, können Sie mal bitte zur Seite gehen, wir müssen hier unsere Maßnahmen durchsetzen. Und ich mir denke, was? Und Also, was läuft verkehrt in diesem Land? nachher schreiben sie dann auf Twitter, wer Polizeischutz für die Presse braucht, muss sich dort und dort melden. Also, ey, es ist So, unfassbar. und das, also ich fand es ja auch gut, dass sie die Wasserwerfer eingesetzt haben. Die standen bei mir auf Arbeit um die Ecke. Ich konnte die relativ lange sehen und habe auch gesehen, wie die dann mit Blaulicht losgefahren sind, als es dann in die heiße Phase ging. Was ich interessant fand, oder was die Polizei ja dann twittern musste, da sind Fake News rausgegeben worden über die Polizei. Die Polizei hat selbst davor gewarnt und hat gesagt, diese Tweets sind nicht von uns, die haben nichts mit der Polizeiarbeit zu tun, nicht darauf hören. Ich lese mal den einen vor, und zwar genauso, wie er geschrieben wurde. Wir haben nun einen Schussbefehl von der Bundesregierung erhalten und diesen zeitnah umsetzen, falls sich Demonstranten nicht zurückziehen. So, wenn ich das lese, muss mir doch schon auffallen, so schreibt doch die Berliner Polizei nicht. So, mal davon abgesehen, dass zeitnah groß geschrieben wird, obwohl das eigentlich nicht der Fall ist. Und diesen ist, das kann ich leider nicht ganz erkennen, aber ich hätte jetzt vermutet, und diesen ist zusammengeschrieben, Komma,
ist eins gesetzt. Nach meinem Dafürhalten müssten da mehr gesetzt sein. Also Grammatik, Rechtschreibung, absolute Scheiße, aber irgendwelche Leute glauben echt, dass das jetzt die Polizei geschrieben hat. Und dann stellt sich mir die nächste Frage, also seid ihr alle wirklich so lebensmüde, dass ihr da stehen bleibt, wenn die Polizei euch schreibt, ey, wir haben jetzt Schussbefehl, wir rattern euch hier alle gleich um, wir machen gerade die Knüften fertig. Ja, natürlich, weil sie doch, weil sie, die stehen doch für was ein, sie stehen doch für die Demokratie. Also ich hätte es ja schön gefunden, wenn die Polizei von der Schusswaffe Gebrauch gemacht hätte, weil dann hätten wir jetzt, weiß ich nicht, 10.000 Vollidioten weniger auf der Straße, aber weiß, dass ich da immer ein bisschen, ich sag mal, radikal unterwegs bin. Das andere Ding, das gepostet wurde, das fand ich sogar wieder witzig. Und da stelle ich mir die Frage, wie blöde muss ich eigentlich sein, dass ich sowas glaube? Und zwar wurde da geschrieben, in Absprache mit dem Gesundheitsminister, ja, also der Herr Spahn selber hat das angeordnet quasi, werden heute neben Wasserwerfern Typ 1 auch neue Wasserwerfer Typ 2 eingesetzt, deren Einsatzmittel eine Mischung aus Tetrabenzolhydrochlorid, auch als Chemtrails bekannt, und neuartigen RNA-Impfstoffen enthalten. Also, der Satz stimmt nicht. Jetzt finde ich es interessant, dass Tetrabenzoldihydrochlorid gleichzeitig Chemtrails ist, weil Chemtrails bezeichnet ja eigentlich diese Spur, die die Flugzeuge ziehen. Also das, der Wirkstoff kann ja nicht Chemtrails heißen, das ist ja schon rein logisch Schwachsinn. Und vor allen Dingen, warum habe ich denn einen Wasserwerfer Typ 2? Warum kann der nur diese Mischung da verschießen? Weil ist ja auch auf Wasserbasis. Und warum kann der andere Wasserwerfer nur Wasser verschießen? Also, wie blöde. Das sind die ersten Fragen, die ich mir stelle, wenn ich sowas lese. Also mal davon abgesehen, dass ich angefangen habe zu lachen, mir dachte, wie blöde muss man eigentlich sein, weil da zwei Wasserwerfer stehen, füllen sie den einen jetzt mit einem Impfstoff. So. Die erste Frage, wie gesagt, warum können sie nur einen Wasserwerfer damit füllen? Warum heißt Tetra, hast du nicht gesehen, Chemtrails? Weil, macht keinen Sinn. Und die nächste Frage ist, wenn die alle gegen das Impfen sind, warum sind die dann alle stehen geblieben? So, wenn ich ein Impfgegner bin und ein Corona-Leugner, dann müsste ich doch, also für mein Verständnis her, wenn mir jemand sagt, ey, die schießen mit Impfstoff um mich und ich sage mir, ich will aber nicht geimpft werden, dann wäre das doch der erste Grund für mich, den Ort zu verlassen und nicht geimpft zu werden, oder? Also mal davon abgesehen, dass ich bisher noch keine Impfung kenne, die einfach nur über das Benetzen... Das ist ja wie Schluckimpfung. Ja, die haben doch nicht alle den Mund aufgemacht und die Scheiße geschluckt. Erzähl doch keinen Blödsinn. Soll ich dir mal was sagen? Ich finde leider den Originalzitat nicht. Aber genau passend dazu... soll sich eine Situation zugetan haben, wo praktisch an vorderster Front so ein Impfgegner und Corona-Leugner, ein Covidiot, müssen wir jetzt einführen, deshalb muss ich das öfters mal betonen, einem Polizisten irgendwie angeschrien haben, ihr müsst euch auch wehren, wenn die uns hier alle jetzt zwangsimpfen, und der Polizist einfach nur ganz eiskalt zurückgesagt haben, ja, ich hoffe doch. Oh, also, ne, also, So, willst du das letzte Bild noch? Oder was ist, doch, das letzte Bild ist noch. Das finde ich nämlich auch ganz interessant. Das einfach nur nochmal zeigt im Kontext von Fake News. Genau, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Das hat Florian mir heute erst gesteckt. Und zwar ging es hier darum, ein Foto, wo man Polizei auch, ich sag mal, in Demo-Klamotten, damit jeder ein Bild hat, wie die ungefähr aussehen, stehen sieht. Und ein kleines Mädchen in einer roten Jacke drückt quasi ein Stück weiter hinten einen Polizist oder versucht, einen Polizisten oder diese Polizeimauer quasi wegzudrücken. So. Und die Polizei Berlin schreibt dazu, falls Ihnen über Messenger oder auf Social Media dieses Bild als Foto zu Berlin 18.11., also zu dieser Demo, verkauft wird, helfen wir gern mit Fakten nach und entlarven diesen Fake eindeutig. Das Foto zeigt Polizeischüler auf unserem Tag der offenen Tür 2018. So, Florian hat sich auf den Weg gemacht und ja, es ist tatsächlich ein Bild, das auf der Seite... Nein, das bin ich. Nein. Das, ehrlicherweise, das ist Polizei Berlin. Darüber kam das auch. Das muss ich mal ganz kurz korrigieren. Aber auf jeden Fall ist dieses Bild neben ein paar weiteren quasi als Highlight-Foto zum Tag der offenen Tür präsent. So, und der Tag der offenen Tür war am 23. September 2018. Also vor 2 Jahren. Die Wahrscheinlichkeit... Warte mal, jetzt muss ich mir den Spaß mal machen. Eine Sekunde.
Ach schade, man sieht's nicht. Auf einem anderen Foto sieht man nämlich noch ein bisschen den Himmel. Hätte ich jetzt nämlich gesagt, allein Lichtverhältnisse des Tages passen nicht zusammen mit dem, was wir auf der Demo gesehen haben. Aber wie gesagt, passt jetzt leider nicht. Aber also, wer stellt sich denn hin und glaubt so eine Scheiße? Ich verstehe das nicht. Ich finde, wir sollten mal, weil es gibt ein sehr, sehr gutes Buch dazu. Ich packe das euch mal tatsächlich hier mal in die Kommentare rein, weil ich glaube, das muss jeder gelesen haben. Fake News oh, ich komme jetzt nicht. Erzähl mal du zu Ende, ich sag gleich die Autorin dazu. Und um den, also es gibt gleich noch eine Sache, die wir, finde ich, lobend erwähnen müssen. Da müssen Props rausgehen. Aber bevor wir jetzt hier mit dem Corona-Schwachsinn hoffentlich irgendwann mal ein Ende finden, was ja dann dem Ganzen irgendwie in meinen Augen die Krone aufsetzte, war dann jetzt am 5., 25. Okay. Doch, gestern? Gestern, ja. Ach, stimmt. Ja, stimmt, war erst gestern. Ist gestern ein 54-jähriger Mann mit seinem Auto gegen die Toreinfahrt oder gegen das Torgestänge des Bundeskanzleramtes gefahren. So, wo ich mir denke, also ja, der hat bestimmt irgendeine Krankheit gehabt, deswegen ist er dagegen gefahren. Nein, das war leider nicht der Fall, sondern der Typ ist dagegen geballert, weil er offensichtlich ein Problem mit den Corona-Maßnahmen hat. Steht nämlich unter anderem auf seinem Fahrzeug drauf, ihr verdammten Kinder und alte Menschenmörder. Und auf der anderen Seite stoppt der Globalisierungspolitik. Okay, schreiben kann er auch nicht. Das konnte er übrigens beim ersten Mal auch nicht. Richtig, das ist jetzt nämlich die Sache, konnte er beim ersten Mal auch nicht. Der Typ hat das schon mal gemacht, und zwar im Februar 2014. Da ist er nämlich auch schon gegen dieses Tor gefahren. Damals allerdings Schluss mit den menschentötenden Klimawandel. Und auf der anderen Seite, Nicole, ich liebe dich. Nicole, er liebt dich. Nicole, melde dich bitte. Der Typ wurde damals von der Polizei vernommen. Verletzt wurde niemand. Und offensichtlich hat er dann auch noch sein Auto wiederbekommen, mit dem er jetzt wieder da reingefahren ist. Der wird jetzt zwar psychologisch untersucht, aber also, was ist denn mit den Leuten los, dass ich jetzt mit einer Karre ins Bundeskanzleramt ballern will, weil ich ein Problem mit Merkels Maßnahmen habe? Also, wer jetzt immer noch nicht, also in der Politik und bei der Polizei, Landeskriminalamt, wie sie alle heißen, Bundesnachrichtendienst oder wer auch immer, wer bei denen immer noch nicht verstanden hat, dass diese Leute sich hart radikalisieren und auch nicht davor zurückschrecken, gefährliche Dinge zu tun, der hat irgendwie noch nicht verstanden. Also der lebt offensichtlich in einer anderen Welt als ich. Bei mir ist schon klar, dass die sich immer weiter radikalisieren. Allein wenn du dir mal von Spiegel TV, bestes Beispiel, diese Corona-Zusammenschnitte anguckst. Gibt's was Da Neues, bin habe ich. ich gesehen, ne? Ja, da gab es was Neues. Wenn du dir nur diese Mitschnitte anguckst, so wenn das Leute sind, die irgendwas verteidigen wollen oder irgendwas umsetzen wollen, sind so hochgradig aggressiv. Also wirklich hochgradig aggressiv. Und dass man den Leuten sagt, ja, die wollen nur ihrem Ärger Luft machen, die reden nur. Leute, lebt ihr an der Realität vorbei oder tue ich's? Also, das ist doch jetzt in meinen Augen ganz klar, dass diese Leute immer radikaler werden und wir vielleicht mal anfangen sollten, was gegen die zu unternehmen, statt dazustehen, zu sagen, ah, warte mal, leg mal Rückwärtsgang ein, wir fahren die Straße zurück, weil da kommen jetzt ganz viele Demonstranten. Also, das kann doch so nicht weitergehen. Und ich weiß auch ehrlicherweise nicht, was da das Konzept von Polizei und Politik sein soll. Oder auch von Starpolizei von mir aus. Also das Konzept kann doch nicht sein, dass wir denen das zulassen. Und das ist ja das, was Rezo auch gesagt hat in seinem Video. Starkes Video, finde ich auch. Wenn wir denen über Monaten klar machen, ey, wenn ihr das macht, obwohl euch das verboten ist, dürft ihr es halt weitermachen, weil ihr habt da eine Sonderbehandlung. Ja, dann lernen die das Verhalten und dann wird es mit Sicherheit nicht besser. Gerade in der heutigen Zeit, wo Anstand, Vernunft und Erziehung sowieso schon Mangelware sind, brauchen wir doch nicht glauben, dass in meinen Augen dieser Kaffeesatz der Gesellschaft auf die Idee kommt zu sagen, na gut, dann bleibe ich jetzt hier stehen, aber ich tue nichts. Und wenn hier irgendwie Polizisten eingekesselt werden innerhalb einer Demonstrantentraube, um sie quasi zusammenzuprügeln, und selbst da gibt es in den Videos, gibt es klare Schreie mit macht sie fertig. Da muss ich mir doch die Frage stellen, was mit den Leuten los ist. Und da kann ich jeden Polizisten verstehen, der seinen Schlagstock rausholt und mit dem einmal eine Runde verteilt. Und da kann ich nur sagen, jo, richtig gemacht, hau noch mal zu, dass die Zähne fliegen. So. Ach, Also. wenn ich wieder sowas gesagt hätte.
Aber ja, ist mir scheißegal. Das ist nun mal meine Meinung. Das ist mein Podcast und hier kann ich meine Meinung sagen. Wenn jemand ein Problem damit hat, soll er seine E-Mail an, weiß ich nicht, papierkorb@de schreiben. De. Da fehlt aber noch mindestens ein Punkt com. Ja, dann papierkorb.de.com. Meine Fresse, ey. Ich einfach nur mal jetzt zum seichten Ausklang. Nur mal so ein paar Kommentare, nachdem die wunderbare und ich finde das immer so faszinierend. Ich meine, RT Deutschland, ja, Russia Today Deutschland. Das Staatsmedium in Russland. So, das natürlich in Deutschland völlig frei berichtet, weil das Staatsmedium Russland ist ja in Deutschland frei, während die Staatsmedien in Deutschland ja in Deutschland nicht frei sind. Also da fängt es ja eigentlich schon an, da will sich mein Gehirn jetzt schon selber umbringen an dieser Stelle. Aber unabhängig davon, es wird ja noch besser. Man streitet sich, es gibt einen Beitrag, die Insider haben das mal über einen Volksverpetzer das mal zusammengefasst, was so an Kommentaren darunter zu finden ist. Und es fängt damit an, dass man sich darüber streitet zwischen, ich glaube, ich lese das mal jetzt so vor, wie es wirklich geschrieben wurde, ich glaube, das wollen die uns anhängen, war geplant, bis hin zu, das deutsche Volk wacht auf und leistet Widerstand. Also wenn das deutsche Volk jemand ist, der, bevor er festgenommen wird, erst den Rollstuhl aus dem Kofferraum gehoben bekommen muss, um dann mit diesem Rollstuhl in einen Krankenwagen transportiert zu werden, bin ich echt stolz, nicht stolz auf das deutsche Volk zu sein. Aber unabhängig. Dann ja, geht's. Bin ich nicht stolz auf das deutsche Volk zu sein. Aber offensichtlich ist das so ein Ding, das aus der Geschichte, das kein Volk lernt, habe ich manchmal das Gefühl. Ich finde, Deutschland war durchaus ein Volk, auf das man stolz sein kann. Also, wir waren die Dichter und Denker. Ja, also wir sind weltbekannt mit Bach, mit Mozart, ja, mit Schiller. Klar. Der Faust ist, weiß ich, wie oft übersetzt. Gut, dann kam eine Periode, die war ein bisschen ungeil, gebe ich offen zu, ist auch gut. Aber im Endeffekt machen wir jetzt genau das Gleiche, wie viele andere Zivilisationen vorher auch schon. Maya, komplett ausgestorben. Die Ägypter, die haben Pyramiden gebaut, die haben quasi die Mathematik erfunden. Guck sie dir jetzt an. Hat einen arabischen Frühling, die rennen in ihren langen Sachen rum, aber viel ist von denen seitdem nicht mehr gekommen. Und jetzt machen die Deutschen das genau nach. Nachdem wir jetzt unsere Dichter-Denker-Phase hatten, kommt jetzt die Assi-Phase oder was? Ja, also wir müssen mal eine Sonderfolge darüber machen, wie das so weit kommen konnte. Aber also allein, weißt du, hier diese Thematik, das ist uns doch fix, das ist doch fix inszeniert, damit sie uns das in den Hals schieben können. Mein Lieblingskommentar in Anspruch ist, das ist ein Fake, wenn jemand etwas tun wollte, das ist eine Fake, wenn jemand etwas tun wollten, dann hätte mit Sprengstoff gemacht, das ist alles inszeniert. Also ich meine, ich bin ja relativ froh, dass man in Deutschland noch echt nicht an Sprengstoff rankommt, aber Leute, wenn ihr, also du merkst ja eigentlich... Brauchst du ja gar nicht. Du musst nur wissen, wie du das machst und ich wüsste, wie ich es mache. Ja, ich also, distanziere mich davon. Nein, die Problematik ist doch, die Leute denken viel zu falsch. Sie sagen, naja, wenn die wirklich was gemacht hätten machen wollen, hätten sie mit Sprengstoff gearbeitet. Ja, gut, dass wir ein Sprengstoffgesetz haben, das vorsieht, wann du wie wo Sprengstoff kriegst. Ändert aber eigentlich, also die Leute sind einfach zu vernagelt gekommen. Macht euch doch mal frei von der Überlegung, dass ich mal Sprengstoff haben muss. Du kannst mit haushaltsüblichen Mitteln, kannst du dir Bomben basteln, die mindestens genauso gefährlich sind. So, und da macht sich keiner Kopf drüber. Ja, also... So, sie sagen, das ist Fake, weil die haben ja keinen Sprengstoff benutzt. Digga, wenn die das nächste Mal mit einer Düngerbombe kommen, was willst du denn dann machen? So, es gab einen Fall in Amerika, glaube ich. Da hat ein Mann mit Bart, hat, glaube ich, auch Dünger und noch ein paar andere Sachen gekauft, weil der das für seinen Garten benutzt hat. Die Polizei ist bei dem eingefallen, die haben dem die halbe Tür zerschossen, und haben den Typen mitgenommen, weil die Firma vor Ort, wo er es gekauft hat, gesagt hat, ey, der hat komische Sachen gekauft, der hat einen Bart getragen, der ist bestimmt irgendein Islamist, der hier Scheiße bauen will. War von Anfang an überhaupt, also das hat sich in keinem einzigen Detail hat sich das bestätigt, aber so sind die Leute da rangegangen. Und bei uns sagt man sich, ne, die haben ja keinen Sprengstoff benutzt, dann ist das ja auch Fake und dann machen die ja gar nichts. Ernst? Ja, aber du hast gerade im Nebensatz was gesagt, was letztendlich auch schon wieder Bilderbuch spricht. Ich glaube, wir sind an dieser Stelle nicht darauf vorbereitet,
dass es in Deutschland eine Form gibt, was die Amerikaner ja auch relativ schmerzhaft erleben mussten, aber was man ja im Allgemeinen als Homegrown Terrorism bezeichnet. Also das, was bei dir zu Hause vor der Tür, was dein Nachbar macht, ähnlich ist. Und da würde ich jetzt tatsächlich mal, vielleicht ist es in der Definition nicht ganz korrekt, aber da würde ich jetzt mal tatsächlich den islamistischen Terror durch eingewanderte, untergetauchte, sich hier radikalisierte Personen mal außen vor. Also dieses Bild, und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass die Sicherheitsbehörden momentan haben, ein Umdenken zu bekommen, nämlich dorthin, dass auch der deutsche Terrorist ist. Das hatten wir mal in Zeiten von RAF, das hatten wir mal in Zeiten, wo das Oktoberfest, ich weiß gar nicht, vor 40 Jahren irgendwie oder 50 Jahren gesprengt wurde. Alles das hatten wir schon mal, aber wir haben uns... Aber auch damals hat man es klein gehalten. Ja, na klar. Ja, aber da, also zeichnet sich doch auch schon wieder ein Bild ab, also eine Regelmäßigkeit, dass ich sowas nicht wahrhaben will. So, und da fällt halt auch leider hinein, dass der Heimatschutzminister sich hinstellt und sagt, nee, eine Studie, ob die Polizei rechts ist, will ich nicht. So zeichnet sich für mich auch ein klares Bild ab. Ja. Kommt lustigerweise von einem Mann, der zur CSU, CDU gehört und der auch noch in Bayern lebt, zeichnet sich noch ein Bild ab. Hey, die GdP hat das heute früh ja auch nochmal bestätigt. Ja, aber bin ich der Einzige, der diese Bilder sieht? Also, weiß ich nicht, ich mache den Job des Politikers nicht, aber offensichtlich bin ich eher dazu geeignet als die Politiker, die den Job machen. Nee, ich glaube schon, dass sie es sehen, weil sie meinen, sie können sich ja nicht gegen die Wissenschaft stellen, aber am Ende ist da, also, da bist du in der Politik drin. Natürlich, wenn du einen Altmaier privat fragen würdest, würde der dir sagen, das ist ein totaler Schwachsinn, Feuerwerk dieses Jahr zu verkaufen. Aber wenn dir den ganzen Tag die Feuerwerkslobby auf den Sack geht, dann bist du irgendwann zwischen Baum und Borke und dann sagst du, ja, und wenn dir dann noch deine Sicherheitsberater vielleicht auch sagen, was ja alles Fakten sind, die du auch noch mit einkalkulierst, ja, also wir sind ja sowieso schon auf dem Weg zur Radikalisierung und wenn wir jetzt diesen Puffer zu Silvester jetzt den Leuten auch noch wegnehmen, ja, also, oh, was glauben Sie denn dann, was dann passiert? Alles Argumente dagegen. Aber es wird meines Erachtens einfach der falsche Mittelweg an dieser Stelle gegangen. Ja, aber es kann doch nicht, also, es kann doch nicht Fakt der Politiker sein, dass sie sagen, auch schon wieder ein Anruf von der Pyrotechniker-Lobby. Naja, dann erlauben wir das jetzt im Silvester doch. Das ist doch, also, hat doch vorne und hinten kein Hand und Fuß. Und das ist ja das, was Rezo aussagt. Wie willst du denn den Leuten, die sich an die Regeln halten, verkaufen, dass sie sich weiter an die Regeln halten sollen, wenn sie sehen, dass 20.000 machen, worauf sie Bock haben und die Politik sagt, naja, YOLO, macht mal. Ja. So, ich meine, wenn der Virus wirklich, also wenn der Virus so schön tödlich wäre, wie es sein sollte, würde sich das Problem ja von selbst erledigen, weil irgendwann fallen die halt alle um und dann ist da keiner mehr. So, dann hätte sich das Problem rein von Nahrungskette und der Dümmste stirbt zuerst, so Darwins Theorie, dann hätte sich das Problem ja irgendwann von selbst erledigt, so innerhalb der zweiten, vielleicht maximum dritten Welle. Aber das ist es ja nicht. Und den Leuten muss ja dann trotzdem geholfen werden, ich weiß, aber ich kann nicht verstehen, also auch wenn die alle nur gekauft sein mögen durch Lobbyisten, was ja mit Sicherheit durchaus Teil der ganzen Sache ist, aber ich kann nicht verstehen, wie Politiker diese Scheiße mitmachen und sich da hinstellen und sagen, ja, dann, genauso für Weihnachten, ja, scheiße, dann ist Weihnachten halt nur 2 Haushalte, maximum 4 Personen. Wo ist jetzt das Problem? Dann ist es jetzt halt mal so. So ein Jahr, da werden einige kotzen, einige werden heulen, aber es wird keiner dran sterben. Höchstens, wenn ihr euch mit 10 trifft. So, und das, diese Hilflosigkeit, die sich die Politik da schon quasi auf den Zettel geschrieben hat, die ist für mich unbegreiflich, wie man so nicht durchgreifen kann. Und ich hab einen Freund aus Wien. So, in Österreich haben sie doch diesen harten Lockdown verhängt, dass du nicht mehr rausgehen sollst oder nicht mehr rausgehen darfst. Ich habe von dem bisher nicht ein einziges Mal gehört, dass das absolute Scheiße von seiner Regierung ist, dass er sich in seiner Freiheit eingeschränkt findet oder sonst was. Von dem kommt nur, ja, machen wir jetzt halt. Ist halt scheiße, aber ist halt so. So, und da stelle ich mir die Frage, warum können wir das nicht? Warum müssen wir darüber meckern? Warum diskutieren wir so eine Kacke aus? Ich glaube, dass ein bisschen deutsche Mentalität an dieser Stelle einfach ist. Ja, aber wir können die Mentalität doch ändern. Warum müssen wir uns mit so einer Scheiße
aufhalten. Im Endeffekt, wir machen, oder ich mache ja gerade nichts anderes, ich meckere ja auch gerade, aber. Aber zu Recht! Ja, zu genau. Recht ist das! Und diese Merkel, du! So, wir müssen mal langsam hier einen Schluss finden, wir sind schon wieder hart drüber. Ich habe euch noch versprochen, und zwar zu dem Buch, es heißt, jetzt habe ich es zugemacht, ich bin echt so ein Genie. Dann gehst du auf Stelle. Chronik und dann. Fake Facts, und zwar von den beiden wunderbaren Autorinnen und Experten dazu, Katharina Nockun und Pia Lamberti. Ich habe das euch mal an dieser Stelle hier verlinkt, wenn ihr was Schönes über die, also schön ist es ja auch nicht, aber wirklich was Informatives, wenn ihr mal wissen wollt, wo kommen Verschwörungstheorien her, weil das ist alles gar nicht neu über das, was wir heute reden und Impflobby und Impfgegner und sowas, das ist alles wirklich ururalt. Ich war extrem überrascht und fasziniert davon, dass das alles schon irgendwie in den 50er, 60er Jahren hochgekommen ist. Genauso diese ganze Thematik, wie kleine Kinder in Kellern gequält werden sollen, um denen irgendein Hormon dort abzuzapfen, was dort die Hintergründe oder sowas sind, Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, Pia Lamberti und Katharina Nockun. Schaut mal in die Kommentare und nicht in die Kommentare, sondern in die Beschreibung rein. An dieser Stelle eine wirkliche Empfehlung für ein wirklich gutes Buch, was man mal nebenbei wirklich sich anschauen und durchlesen kann. So, kommen wir quasi zu dem letzten Teil unseres Podcasts und jetzt quasi nochmal was Positives. Und zwar, diese Woche gehen raus Props an den Ordner. Wir wissen nicht, ob es ein Sicherheitsmitarbeiter war oder nicht, aber Props an den Ordner für seine Aktion. Jana aus Kassel, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Jana aus Kassel stand bei einer Kundgebung, Demonstration. Hör auf! Stand auf der Bühne und hat sich mit Sophie Scholl verglichen, weil sie genauso wie Sophie Scholl seit Monaten im Widerstand kämpfen würde, Flugblätter verteilt, auf Demonstration geht und seit letzter Woche diese auch selber anmeldet. Daraufhin ging ein Ordner zu Jana aus Kassel, zwar nicht auf die Bühne, aber stellte sich davor, hielt ihr seine Weste hin, seine Ordnerweste und sagte, hier, kannst du wiederhaben, für den Schwachsinn mache ich doch keinen Ordner mehr. Es fielen dann noch ein paar weitere Worte. Jana aus Kassel sagte dann irgendwann, ich habe doch gar nichts gesagt. Doch, hast du? Der Ordner ist dann irgendwann von der Polizei, glaube ich, sogar weggeführt worden oder zumindest beiseite genommen. Genau, beiseite genommen worden, nachdem noch zwei andere Ordner, glaube ich, bei ihm gestanden und mit ihm diskutiert haben. Der Ordner sagte aber auch klar, das ist Verharmlosung des Holocausts. Und da gebe ich ihm vollkommen recht und ich finde es gut, dass, wenn er den Fehler begangen hat, da Ordner zu machen, er jetzt quasi seinen Fehler eingesehen hat, gesagt hat, nee, das ist so nicht richtig, was hier läuft, das kann ich nicht unterstützen. Und dann auch noch den Arsch in der Hose hatte, sich hinzustellen, zu sagen, ey, ihr habt sie doch nicht alle, nehmt meine Weste, ich will die Scheiße nicht wiederhaben, also das so öffentlich zu machen. Witz an der Sache ist, Jana aus Kassel drehte sich dann leicht beschämt um, als dann einer auf die Bühne kam, um sie zu trösten, weil sie anfing zu heulen, schmiss sie dann das Mikrofon weg und ging von der Bühne. Wie ich inzwischen in Kommentaren gelesen habe, ist sie wohl später nochmal aufgetreten und hat die gleiche Scheiße nochmal erzählt. Leider kam dann kein Ordner und hat gesagt, dass das Blödsinn ist und sie zum Heulen gebracht. Schade deswegen. Auf jeden Fall, der Ordner hat in der heutigen Zeit auf jeden Fall alles richtig gemacht. Starker Typ. Ja, und ich möchte da nochmal was unterstreichen. Ich glaube, das ist einfach das, was du an dieser Stelle wirklich, das hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben. Es wird vielleicht etwas dauern, dass der ein oder andere aufwacht, aber es besteht die Möglichkeit, es ist nicht ganz hilflos. Das soll es tatsächlich an dieser mit einem maßlosen Überziehen an dieser Stelle gewesen sein. Nachdem wir uns die letzten Male so häufig dran gehalten haben, dass richtig. Wir nicht überzogen haben. Wir sind halt unberechenbar. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Schreibt in die Kommentare, folgt uns überall dort, wo ihr der Meinung seid, uns folgen zu müssen. Schreibt uns mal was Nettes, nicht nur was Böses. Bleibt gesund, tragt Maske, folgt nicht den Covid-Idioten. Prüft doch mal den ein oder anderen Fakt, den ihr an dieser Stelle hier hört oder seht oder der euch einfach in eurem Alltag begegnet. Und vor allem bleibt gesund und denkt mal über Weihnachten ein bisschen nach. Wie mein Studienkollege immer gesagt hat, haut rein, bleibt geil, Küsschen aufs Nüsschen. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.